Punkte sind zu behandeln. Erster Punkt, Sitzungsniederschrift der vorangegangenen Gemeinderatssitzung. Zur Sitzungsniederschrift ist eine Korrektur der Kollegin Verena Kraus eingegangen. Diese Korrektur wurde in die Sitzungsniederschrift aufgenommen. Somit sollte das in Ordnung sein. Tagesordnungspunkt Nummer 2. Automatische Teilaufhebung der Schulden mit einem Restbetrag bis zu 1.000 Euro der einzelnen Lasten, welche der staatlichen Einhebungsagentur vom 1. Januar 2000 bis zum 31. Dezember 2015 anvertraut wurden. Ausübung der Option, die Aufhebungsmaßnahme gemäß Artikel 1 Absatz 229 des Gesetzes vom 29. Dezember 2022 Nummer 197 nicht anzuwenden. Klingt kompliziert, ist es bei genauerem Hinsehen eigentlich nicht, aber das wird uns jetzt der Herr Vizesekretär Dr. Merler kurz erklären, was wir hier für Möglichkeiten haben und um was es genau geht. Bitte schön. Guten Abend, Gemeinderat, sehr geehrter Gemeinderat. Ich entschuldige mich, dass wir diesen Punkt im Dringlichkeitswege auf die Tagesordnung gesetzt haben. Jedoch erfuhren auch wir nur letzte Woche von diesem Umstand. Das Haushaltsgesetz 2023 sieht nämlich vor, dass für Restbeträge unter 1.000 Euro, die der staatlichen Einhebungsagentur ex Equitalia vom 1. Januar 2000 bis 31. Dezember 2015 anvertraut wurden, Strafen und Zinsen automatisch gestrichen werden, falls der Gemeinderat nicht beschließt, diesen Automatismus nicht anwenden zu wollen und den entsprechenden Beschluss innerhalb 31. Januar der Agentur übermittelt. Mit diesem Beschluss würde der Gemeinderat somit beschließen, die automatische Streichung der Strafen und Zinsen nicht anzuwenden. Als Information, die Steuerzahler können aber weiterhin auf Ansuchen für die der Agentur vom 01.01.2000 bis zum 30.06.2022 anvertrauten Lasten nur die Fälligkeiten Kapitalbeträge ohne Zustellung und mit Zustellungs- und Vollstreckungskosten zahlen, falls diese in voller Höhe innerhalb Juli 2023 oder in genau bestimmten Raten bezahlt werden. Ist das verständlich gewesen? Schauen wir mal. Danke für die Erläuterung. Also die Kurzfristigkeit dieses Punktes ergibt sich aus dem Umstand, den der Herr Vizesekretär erwähnt hat. Leider ist diese Kurzfristigkeit mittlerweile ein Übel geworden, auch bei anderen Punkten, wo wir die Unterlagen sehr, sehr kurzfristig bekommen, beziehungsweise uns die Unterlagen auch zum Teil organisieren müssen, damit wir innerhalb irgendwelcher annehmbarer Fristen sind. Fragen zum Punkt? Bitte, Kollege Staffler. Geht schon. Mhm. Nachdem der Ball jetzt schon so schön hergespielt wurde, möchte ich nur erwidern, das Übel, dass man die Unterlagen kurzfristig oder spät bekommt, das betrifft uns auch. Speziell wir hier, die Kollegen von der Opposition, bekommen die Unterlagen auch teils sehr, sehr spät, um sich vorzubereiten. Ist auch mal schön, dass in der Regierung die Leute da wissen, wie man sich da fühlt und wie schwierig es ist, sich seriös vorzubereiten, wenn man die Unterlagen spät bekommt. So viel dazu. Ich möchte zum Punkt nur kurz nachfragen. Von der Gemeinde Lana, von welchen Beiträgen und Summen sprechen wir hier? Kann man das ungefähr sagen? Gibt es da Zahlen dazu? Also es war enorm schwierig, solche Zahlen herauszubekommen. Der Vizesekretär hat nachgefragt, einmal bei den Südtiroler Einzugsdiensten, die ja mittlerweile zuständig sind für das Eintreiben dieser Dinge. Zwei Mitarbeiter haben heute den ganzen Nachmittag, glaube ich, gerechnet, Simulationen erstellt und man ist schlussendlich, aber da gebe ich dem Herrn Vizesekretär, der die Daten hat, das Wort auf eine Summe von, darf ich, wenn Sie,
Also die Hochrechnung, wir haben von Seiten der Agentur der Einnahmen eine Tabelle erhalten mit mehreren tausenden Positionen, wobei die Positionen auch mehrmals aufgelistet wurden in Sanktionen, Zinsen und die Steuern selber. Bei Nachfrage unserer Seite, wie man die Tabelle auswerten kann, war die Antwort keine Ahnung. Aus dem Grund haben wir uns heute Nachmittag selber, aus diesem Grund haben wir uns Nachmittag mit den Bediensteten längere Zeit beschäftigt. Laut unseren Hochrechnungen sind die Beträge, wobei der Restbetrag über 1.000 Euro liegt, 194.813,33. Davon sind Zinsen noch 53.500 Euro offen. Die Strafen sind 4.000 Euro und die Steuern selber sind um die 132.000 Euro. Also würde der Automatismus greifen, so würde die Gemeindeverwaltung automatisch auf ca. 55.000 Euro verzichten. Dankeschön. Frage beantwortet. Ja. Weitere Fragen zu dem Punkt? Kollegin Kraus, bitte. Na, Fragen keine, aber ich glaube, die Begründung dieses Beschlussantrags ist sehr schlüssig und absolut mitzutragen. Danke. Weitere Wortmeldungen? Wenn nicht, kommen wir zur Abstimmung. Wer dafür ist, dass die Gemeinde Lana diesen Beschluss fasst und die Möglichkeit sich weiter offen lässt, diese Beträge auch einzutreiben, der möge bitte die Hand erheben. Dagegen niemand, Enthaltungen, keine. Dankeschön. Thema Raumordnung, Punkt 3. Ergänzung des Landschaftsleitbildes Südtirol, Beschluss der Landesregierung Nummer 822 vom 8. November 2022, Stellungnahme. Ich darf dazu den Geometer Egon Böhl begrüßen vom Bauamt, der sich mit dem Landschaftsleitbild im Bauamt auseinandersetzt, unter anderem neben vielen anderen Dingen auch. Wir hatten bereits das Landschaftsleitbild hier im Gemeinderat im vergangenen Jahr oder im vorvergangenen Jahr sogar. Wir haben ein Landschaftsleitbild verabschiedet in enger Abstimmung mit den Landesämtern. In Bozen haben das dann entsprechend weitergeleitet, nachdem wir es gemeindeintern mit allen Vereinen und Verbänden ja auch diskutiert hatten und waren damals sehr, sehr optimistisch, dass, weil es wirklich sehr gut vorbereitet war, unter anderem natürlich von Geometer Böhl, das ganze Technische auch so passen würde. Allen Versprechungen zum Trotz hat das dann schlussendlich nicht gepasst und wir beschäftigen uns jetzt wieder. Jetzt geht es allerdings um eine Stellungnahme, aber alles Weitere wird uns jetzt Geometer Egon Böhl in Kürze und Präzision erklären. Bitte. Guten Abend. Ich möchte ganz kurz vielleicht, Signor Nitsch, ich fahre schon favor, se lei prema, se, di nuovo. Eccolo qua. Und dann, dass Sie im Bild sind. Perfekt. Einleitend eine Übersicht der Regelungen von Bautätigkeiten in Natur- und Agrargebieten. Diesbezüglich ist zu sagen, dass wir letztes Jahr die Schutzbestimmungen und Nutzungsvorschriften zum Landschaftsplan der Gemeinde im Gemeinderat behandelt haben, oder vielmehr bereits 2021. Diesbezüglich möchte ich kurz aufzählen, es wurde mit Beschluss der Landeskommission für Raum und Landschaft im Jahre 2021 im April ein Verfahren eingeleitet, mit welchem die Schutzbestimmungen und Nutzungsvorschriften des Landschaftsplanes der Gemeinde Lana angepasst werden sollten. Dazu ist zu sagen, dass die Bestimmungen von Natur- und Agrarflächen, wie beispielsweise Wald- oder Landwirtschaftsgebiet,
müssen laut dem neuen Landesgesetz Raum und Landschaft vom Baulaplan in den Landschaftsplan transferiert werden. Mit Beschluss des Gemeinderates 32 im Juli 2021 wurde dann ein Vorschlag genehmigt, mit welchem die Schutzbestimmungen und Nutzungsvorschriften des Landschaftsplanes von Lana abgeändert werden sollten. Darin wurden diverse Möglichkeiten vorgesehen, eben Baurechte in Natur- und Agrarflächen vorzunehmen. Das ganze Verfahren wurde abgeschlossen mit dem Beschluss der Landesregierung im August 2022, wobei dort eben definitiv die Schutzbestimmungen genehmigt wurden. Das heißt, Vorschläge der Gemeinde wurden nicht gänzlich genehmigt. Dies begründet sich dadurch, dass das Ziel der Landesämter ist, gemeindeübergreifende einheitliche Bestimmungen zu genehmigen. Deswegen gewisse Bestimmungen oder Vorschläge der Gemeinde wurden nicht aufgenommen und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Heute hat mir ein Landestechniker versichert, dass die Schutzbestimmungen und Nutzungsvorschriften der Gemeinde Lahne ein weiteres Mal angepasst werden müssen. Dieses Verfahren wird demnächst dann folgen. Vielleicht noch kurz eine Pressemitteilung aus April 2022. Dort waren doch Dolomiten zu lesen, dass jetzt alle 116 Gemeinden den Landschaftsplan anpassen müssen. Die Begründung hierfür ist eben, dass tausende Südtiroler müssen warten, da im landwirtschaftlichen Grün der Energiebonus eben nicht genutzt werden kann, das Hotel nicht qualitativ erweitert werden kann oder unterirdische Kubatur oder Bienenhäuser oder Holzlagerplätze derzeit nicht realisierbar sind. In dieser Pressemitteilung war dann auch zu lesen, dass es Ziel sei, die Anpassung aller 116 Landschaftspläne bis Ende des Jahres zu genehmigen. Und dort war auch zu lesen, dass der Aufwand, also uns ist der Aufwand bewusst und wir suchen noch einmal nach rechtlichen Möglichkeiten, die Sache zu beschleunigen. Dass die gegenständliche Abänderung des Landschaftsleitbildes Südtirol ist jetzt eben diese Möglichkeit, das alles zu beschleunigen. Das heißt, das Landschaftsleitbild Südtirol ist ein Fachplan und mit Landesregierungsbeschluss 822 wurde nun das Verfahren eingeleitet, eben dieses Landschaftsleitbild zu ergänzen und eben in diesen dann Bestimmungen zu erlassen, die es ermöglicht, allen 116 Gemeinden zwischenzeitlich eben Baurechte im Natur- und Agrargebieten anzuwenden. Das heißt, die Gemeinden, alle 116 Gemeinden wurden dann erst am 1.12.2022 vom Landesamt für Landschaftsplanung angeschrieben. Dort war dann zum Entnehmen, dass durch Landesregierungsbeschluss samt Anhang 5 vom 12.12. bis zum 10.01.2023 zu veröffentlichen sind und dass innerhalb 9. Februar jede Gemeinde eine Stellungnahme abzugeben hat. Am 17.01. ist noch zu erwähnen, wurde vom Gemeindeverband eine Bürgermeisterkonferenz organisiert. Ziel dieser Bürgermeisterkonferenz war es, eine einheitliche Stellungnahme von möglichst allen 116 Gemeinden zu erhalten, damit eben genau diese Übergangsbestimmungen, dieser Anhang 5 sind als Übergangsbestimmungen zum Landschaftsleitbild anzusehen, dass diese Übergangsbestimmungen betreffend der Regelung verschiedener Bautätigkeiten in Natur- und Agrargebieten schnellstmöglich von der Landesregierung genehmigt zu bekommen. Diesbezüglich vielleicht noch das Detail. Ganz am Anfang vom Anhang 5 ist zu entnehmen, dass bis zur Anpassung der Landschaftspläne kommen die folgenden Bestimmungen zur Anwendung, also Übergangsbestimmungen. Dann die Stellungnahmen, die Sie bereits übermittelt bekommen haben, weist insgesamt 11 Artikel auf, also der Anhang 5, wobei hinsichtlich fünf Artikel die Gemeindeverwaltung die Meinung vertritt, dass die von der Landesregierung vorgeschlagenen Bestimmungen oder Artikel in dieser Form genehmigt werden sollen. Das wäre einmal der Artikel 5 Energiebonus, Artikel 8 Erweiterung von gastgewerblichen Betrieben, Artikel 9 Wildfutterstellen, Jagdansitze und Wasserspeicher, Artikel 10 Almgastwirtschaft und Artikel 11 Bienenhäuser und Leerbienenhäuser sowie Holzlagerplätze mit Flugdächern und Holzhütten. Demzufolge würde ich jetzt eigentlich auf die restlichen 6 Artikel im Detail eingehen, nachdem für die anderen 5 Artikel man eigentlich der Meinung wäre, dass die so in dieser Form genehmigt werden können.
dann habe ich das Dokument so aufbereitet, dass man anfangs den Artikel des Anhanges 5 in der von der Landesregierung vorgeschlagenen Version sieht. Daraufhin bin ich dann auf die, wir haben eben die Schutzbestimmungen und Nutzungsvorschriften des Landschaftsplanes bereits angepasst. Demzufolge habe ich die entsprechenden Auszüge aus den Schutzbestimmungen herauskopiert, um zu sehen, ob wir diesbezüglich bereits Regelungen getroffen haben, und dann abschließend die Stellungnahme. Der Artikel 1, technische Infrastrukturen. Jetzt, ich weiß nicht, ob ich den jetzt im Detail vorlesen soll, ich glaube nicht. Wir haben diesbezüglich bereits eine Schutzbestimmung in Artikel 17. Dieser regelt eben die technischen Infrastrukturen nicht weiter. Prinzipiell kann der Vorschlag, also der Artikel 1 des Anhanges 4, befürwortet werden, sind wir der Meinung. Aber auch mit der Anregung, dass eben Strukturen für die Mobilität, beispielsweise ein Schutzdach für Bushaltestellen auf Straßen, welche zum Beispiel im ländlichen Wegenetz aufscheinen, oder von Ladestationen für E-Fahrzeuge, dass die künftig möglich sein sollten. Dann würde ich auf den Artikel 2, Vermeidung von Bodenversiegelung. Dort hat in der Bürgermeisterkonferenz wurde der Vorschlag gemacht, dass sich alle 116 Gemeinden insofern äußern sollten, dass es geklärt werden soll, dass die Bezugnahme auf die Artikel 4 Absatz 7 Buchstaben B, F, G, H, I, K und M des Dekrets des Landeshauptmann Nummer 17/2020 als grundsätzliche programmatische Ausrichtung und nicht als verbindliche Vorgabe für Einzelmaßnahmen gedacht ist. Dann Artikel 3, Wiederaufbau und Verlegung von Gebäuden. Diesbezüglich bei dem Abgleich mit unseren Schutzbestimmungen und Nutzungsvorschriften wurde aufgedeckt, dass hierbei bereits großteils dies bei uns in Lana schon geregelt ist. Nichtsdestotrotz übernehmen wir den Vorschlag des Gemeindeverbandes, dass im Absatz 2 muss dem Umstand Rechnung getragen werden, dass auch zusammengebrochene und abgebrochene Gebäude wiedererrichtet werden können, weshalb der Absatz 2 um jenen Bereich ergänzt wird, der hier in roter Farbe hervorgehoben ist, eben genau mit diesem Inhalt. Gleichzeitig haben wir die Anmerkung gemacht, dass bei der nächsten Anpassung der Schutzungsbestimmungen und Nutzungsvorschriften zum Landschaftsplan der Gemeinde Lana, dass diesem Punkt Rechnung getragen werden soll. Dies wäre zum Punkt, zum Artikel 3. Artikel 4. Hier geht es um die unterirdische Baumasse. Diesbezüglich haben wir in den Schutzbestimmungen und Nutzungsvorschriften der Gemeinde Lana in bereits Bestimmungen, die dies großteils regeln. Nichtsdestotrotz ist es richtig, dass im ersten Satz des Absatzes 1 ist der Wald zu ergänzen. Diese Flächenwidmung wurde vergessen, weshalb im Absatz eben dies ergänzt wird. Und anschließend wurde noch hinzugefügt, dass die Möglichkeit zur Errichtung von Parkplätzen für bestehende Gebäude im Sinne von Artikel 40 bis des Landesgesetzes 9/2018 bleibt im Landwirtschaftsgebiet von der vorstehenden Regelung unbeschadet. Will heißen, dass man Parkplätze unterirdisch wie auch auf Erdgeschossebene im Gebäude realisieren kann. Und dem Absatz 2 sollte noch folgender Absatz 3 hinzugefügt werden. Für landwirtschaftliche Betriebsgebäude kommt Artikel 37 des Landesgesetzes Raum und Landschaft, was die landwirtschaftliche Tätigkeit regelt, zur Anwendung. Doch Artikel 5, Energiebonus, wie gesagt, dort kann die Gemeinde vertreten, dass der vorgeschlagene Artikel, wie von der Landesregierung formuliert, so befürwortet werden kann. Artikel 6, Wirtschaftsgebäude. Dieser besagt, dass für die Errichtung von Wirtschaftsgebäuden im Landwirtschaftsgebiet muss der Antragsteller im Eigentum einer Mindestfläche von 10.000 Quadratmeter für den Ackerbau und die Grünlandbewirtschaftung oder über eine intensiv genutzte Mindestfläche von 3.000 Quadratmeter für den Anbau von Obst, Wein, Gemüse, Kräutern und dergleichen verfügen. Dieser Aspekt ist bei uns in der Schutzbestimmung noch nicht geregelt.
Wir sind der Auffassung, dass wenn ein Betrieb ein Mischbetrieb ist, der sowohl Grünlandbewirtschaftung und zum Beispiel Teilflächen für Obstbau verfügt, dass man könnte meinen, die 10.000 und 3.000 Quadratmeter wären zu summieren, aber wir sind der Auffassung, dass wenn ein Mischbetrieb über 10.000 Quadratmeter verfügt, dann wäre er berechtigt, eben ein Wirtschaftsgebäude im Landwirtschaftsgebiet zu errichten. Artikel 7, Mindestgebäudeabstände. Dies haben wir in den Schutzbestimmungen und Nutzungsvorschriften zum Landschaftsplan der Gemeinde Lana ebenfalls bereits teilweise geregelt. Hier werden Bedenken angemeldet, dass bei der Errichtung von Gebäuden in Hanglage der Abstand von 3 Metern von Stützmauern einzuhalten zu können, dass das schwierig sein wird, dass das zu überdenken ist. Und der Artikel 7 soll auch für das Landwirtschaftsgebiet gelten. Das heißt, Akkustand ist niedrig. Vielleicht kann jemand eingreifen, bevor der Computer abstürzt. Auf alle Fälle, dass dieser Artikel nicht nur für Weidegebiet und alpinem Grünland gilt, sondern auch für Landwirtschaftsgebiet. Das wurde, glaube ich, vergessen. Und die Anregung, dass bei der nächsten Anpassung der Schutzbestimmungen und Nutzungsvorschriften zum Landschaftsplan eben diese Bestimmung auch für Weidegebiet und alpines Grünland vorgesehen werden soll, da dies bei uns derzeit noch nicht der Fall ist. Artikel 8, Erweiterung von gastgewerblichen Betrieben, wären wir der Auffassung, das kann in dieser Form wie von der Landesregierung vorgeschlagen genehmigt werden. Ebenso Artikel 9, Wildfutterstellen, Jagdansitze und Wasserspeicher. Hier haben wir bereits zulässig Wildfütterungs- und Jagdhochständen in den Schutzbestimmungen und Nutzungsvorschriften. Dort fehlt eigentlich nur mehr der Aspekt Wasserspeicher. Aber auch laut uns kann dieser Artikel in dieser Form genehmigt werden. Almgastwirtschaft haben wir derzeit in den Schutzbestimmungen und Nutzungsvorschriften des Landschaftsplanes der Gemeinde Lana noch nicht vorgesehen. Nichtsdestotrotz sollte dieser Artikel in dieser Form auch genehmigt werden können. Und abschließend Artikel 11, Bienenhäuser und Leerbienenhäuser sowie Holzlagerplätze mit Flugdächern und Holzhütten haben wir in unseren Schutzbestimmungen bereits gänzlich so integriert und können aber trotzdem diesen Artikel so gutheißen. Dankeschön. Vielen Dank, Gemeter Pöll, für die Ausführungen und auch für die Vorbereitung. Wie die Kolleginnen und Kollegen wissen, wir haben uns mit der Thematik ja schon beschäftigt. Es war Sommer 2021, als wir hier im Gemeinderat das ausführlich diskutiert haben. Wir haben es damals so dargestellt und so diskutiert, dass wir heute ja eigentlich sehr viel von dem bereits haben, was jetzt als Muster gekommen ist und wo sich dann der Gemeindeverband ja auch zum Teil darauf bezogen hat. Nichtsdestotrotz, einige Punkte werden in dieser Stellungnahme noch einmal gesondert erwähnt, wie jetzt in den Ausführungen ja auch dargestellt. Fragen bitte. Bitte, Kollege Roland Stauder. Gut, danke schön. Zuerst eine Feststellung. Normalerweise, vorher hat es geheißen, die Unterlagen kommen sehr spät und deswegen muss man entsprechend handeln. Hier haben Unterlagen konkret gefehlt. Wir haben normalerweise bei solchen Dingen immer die Stellungnahmen der einschlägigen Verbände bekommen. Bei den Unterlagen war weder das vom Heimatpflegeverband dabei, noch Dachverband, noch Bauernbund. Jetzt, oder? Dann nehme ich es zurück. Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Ich habe es mir andersweitig besorgt. Sorry. Die hier vollinhaltlich übernommenen Artikel 5, 8, 9 und 10, wo man sagt, da findet man eigentlich nichts, haben sei es Dachverband wie auch Heimatpflegeverband wirklich große, umfangreiche Stellungnahmen abgegeben, die diese Punkte deutlich kritischer sehen und hier eigentlich darauf eingehen würden. Vielleicht eine politische Stellungnahme, jetzt nicht technisch. Warum hat man diese Punkte voll inhaltlich übernommen? Also Punkte wie Almwirtschaft, Punkte wie Energiebonus fordern beide zum Beispiel zu streichen, weil man gerade in diesen Wohnbauzonen, dort sollte man sie anwenden, aber sonst in Siedlungsgebieten immer nicht, weil man dort schon
bei der Baumatur großzügig ist und so weiter. Also wenn ich jetzt hier diese Stellungnahmen anschaue und hier bei den Ausführungen hat es geheißen 5, 8, 9, 10 und auch 11. Den 11er verstehe ich noch, weil man ihn in Lana schon angepasst hat, aber die anderen vier werden von den beiden Umweltverbänden doch sehr, sehr kritisch gesehen, die anderen vier Artikel. Und hier hören wir, dass wir sie vollinhaltlich übernehmen sollen. Danke. Danke. Weitere Fragen? Keine. Kollegin Kraus, bitte. Jetzt geht's, ja. Ich möchte nur im Namen der Fraktion, das gebe ich auch zu Protokoll, sagen, wir werden dagegen stimmen, gegen diesen Vorschlag. Und wir lehnen uns, was die Begründung betrifft, vollinhaltlich an die beiden Stellungnahmen an, nämlich an die des Heimatpflegeverbandes und des Dachverbandes für Natur- und Umweltschutz. Wenn es bitte so ins Protokoll aufgenommen wird. Dankeschön. Weitere Fragen? Kollege Staffler, bitte. Auch noch eine kurze Stellungnahme. Der Kollege hat es ja auch schon alles gesagt. Auch wenn man jetzt wieder sieht, dass sie eigentlich immer wieder an Punkte drinnen sind, die man eigentlich sagen kann, die haben Hand und Fuß. Problem ist eben immer wieder, dass wir hier wieder sehen, das ist eine Zersplitterung vom ursprünglichen Gedanke, eine Verwässerung. Wir haben ja auch schon wieder gehört, da werden eigentlich Richtlinien, das sollen dann eher so grobe oder wirklich Bestimmungen sollen dann grobe Richtlinien werden. Und das ist dann immer schade, dass eigentlich gute Punkte, wichtige Punkte da untergehen, aber wir nichtsdestotrotz das Gefühl haben oder auch uns bestätigt sehen, wenn wir die zitierten oder die angesprochenen Stellungnahmen durchlesen, dass hier wieder, ich habe da irgendwie so immer Völlern im Kopf, dass wir dann wahrscheinlich noch in Jahrzehnten hier sitzen werden, weil dann im landwirtschaftlichen Grün etwas hineingeklatscht wird und das ist dann halt da. Und dann werden wir irgendwann Nachfolger von uns hier sitzen und wieder etwas richtigstellen oder immer wieder etwas richtigzustellen haben, was genau hier jetzt gemacht wird. Daher stimmen wir dagegen. Dankeschön. Weitere Fragen? Wenn nicht, die letzte Stellungnahme, Kollege Staffler, das können wir nicht ausschließen. Absolut richtig. Werden wir auch nicht ausschließen. Es ist ein laufender Prozess. Wir sind mit einem neuen Gesetz unterwegs seit 2018. Dieses neue Gesetz ist nicht so gelungen, wie man das eigentlich erwartet hätte. Man hat sich da den großen Wurf erwartet und es war ein großer Sprung ins Leere, sagen wir es mal so. Und man ist auf dem Weg nach unten und es geht nach unten mehrmals auf irgendwelchen Kanten aufgestoßen und hat gemerkt, so geht's nicht. Trotz allem versucht man jetzt, das Beste daraus zu machen. Wir haben ja genau dieselbe Diskussion schon vor 1,5 Jahren hier geführt und haben gesagt, wir haben als Gemeindeverwaltung versucht, mit allen Interessenverbänden wirklich etwas zusammenzubringen, was praxisrelevant ist und auch was zukunftsfähig ist, um solche Schlaumeiereien, kann man, glaube ich, so zusammenfassen, wie sie in der Vergangenheit passiert sind, auch in Zukunft zu vermeiden. Was die genannten Artikel betrifft, die wir beibehalten haben und uns nicht dem Dachverband für Natur- und Umweltschutz und dem Heimatschutzverband angepasst haben, so sind diese Artikel in unserer Version drin ja auch sehr, sehr gut vorbereitet geworden und auch auf Ortsebene wirklich für Lana so geschrieben worden, dass es funktionieren kann. Also wir arbeiten da eher von der Praxis her und mit langjähriger Erfahrung von Seiten der Techniker im Bauamt, die dann wirklich sehr gut beurteilen können, was notwendig ist. Und ich muss natürlich auch schauen, wir haben ein sehr unterschiedlich strukturiertes Gemeindegebiet, von zum Großteil auf 300 Meter Meereshöhe liegend bis hinauf nach Bavigl. Und das sind natürlich ganz andere Notwendigkeiten. Einmal was die Höfe in Bavigl betrifft und was die
Siedlungszone in Lana betrifft. Und zwischendrin haben wir natürlich Völlern, das auch wieder differenziert betrachtet werden kann. Das ist in den Artikeln, die wir jetzt übernehmen, unseres Erachtens sehr viel besser berücksichtigt als in den Stellungnahmen der beiden genannten Verbände. Das ist die politische Antwort zur Frage von vorher. Kollege Sandroni, bitte. Ich hätte nur eine juristische Bemerkung. Artikel 7, Mindestgebäudeabstände, das ist ein Thema, was uns seit über 10 Jahren ein bisschen besorgt, weil es natürlich Urbanistik ist unsere primäre Zuständigkeit, aber es vermischt sich mit dem zivilrechtlichen Bereich. Und es sei denn, es hat sich in den letzten Jahren was wesentlich verändert. Ich glaube, seit 2014 wird das nicht durchgehen, weil es einfach verfassungsrechtlich nicht unsere Zuständigkeit ist. Also es fällt unter Zivilrecht und nicht Raumordnung. Das ist richtig, dass es diskutiert wird. Es ist nach wie vor sehr umstritten. Ich glaube, Sie beziehen sich da auf die 3 Meter Gebäudeabstand im Zivilgesetzbuch. Bei uns sind es die 10 Meter beziehungsweise 5 Meter zum Nachbargrundstück. Man vertritt nach wie vor die Meinung auf Seiten des Landes, dass die primäre Kompetenz in diesem Bereich ausreicht, um bei diesen Regelungen, die man derzeit im Gesetz, im Landesgesetz hat, auch zu verteidigen. Aber das wird man sehen. Wir hoffen natürlich, ansonsten wäre das für auch raumplanerisch absolut fatal, auch fürs Landschaftsbild und Ähnliches. Absolut richtig. Vorheben, ich bin nicht prinzipiell dagegen. Das war eine rein juristische Bemerkung. Ja, schon okay. So angekommen, ja. Dankeschön. Ich sehe, bitte nochmal. Na, nur noch kurze Stellungnahme. Also mit der Antwort bin ich nicht ganz zufrieden, natürlich, weil hier auch Dinge drin sind, die wir in Lana wahrscheinlich gar nicht anders geregelt haben, sei es jetzt Punkt 10 Albengastwirtschaft. Oder den Energiebonus, den die Verbände zum Beispiel fordern, zu streichen des kompletten Artikels, weil gewisse Dinge schon vorgesehen sind und das wieder ausufern würde. Und deswegen auch nochmal meine Feststellung, dass ich deshalb auch dagegen stimmen werde. Danke. Norbert Schöpf, bitte. Ganz kurz, Almwirtschaft, weil es ja angesprochen ist geworden. Wenn man bedenkt, dass in Südtirol gibt es ja 1600 Almen. Für die werden heute allem nur 1300 bewirtschaftet und beschickt. Und für die 1100 betreiben 120 allem praktisch Übernachtung. Und das sind eigentlich großteils alle im Bustertal und Eisacktal und sind irgendwo historisch mitgewachsen über die Jahrzehnte. Und alle übrigen eigentlich in unserem Bereich haben das nie gemacht. Und gerade wir in Lana haben ja leider bei ein paar Almen von uns oben, der 1970 gebaut ist geworden und damals hat mir gleich eine Gasthauslizenz angesucht werden, weil sie zu nahe an die Gasthäuser Jocher und Gampel gegrenzt hat. Und wir haben mal einen Aufschank gemacht, aber Übernachtung war für uns eigentlich nicht ein Thema gewesen. Und selbst hat dies landesweit eben gesehen, die es brauchen heute und die müssen oft einmal schauen, dass es der Punkt hingeht, die Sachen unterstützen. Danke. Gut, wenn ich keine weitere Wortmeldung mehr sehe, dann kommen wir zur Abstimmung. Punkt 3, Raumordnung. Wer mit der von der Gemeindeverwaltung vorbereiteten Stellungnahme, wie vom Geometer Egon Böhl ausführlich erläutert, einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Dagegen. Ui. Schauen wir mal, 3, 6, 7, 8 mal dagegen. Sehe ich das richtig, Stimmzählerin? Wir haben nur eine Stimmzählerin und die macht das gut. Und Enthaltungen? Eine Enthaltung, ist das richtig? Ja, gut, danke.
Eventuell auf der anderen Seite auch eine Stimmzählerin, weil der Kollege Klaus Gantauer nicht da ist. Ulrike Leimer, bitte. Ja, dann gehen wir es weiter dem Kollegen. Nein, reicht. Danke. Wir sind beim Punkt Nummer 4. Gemeindeorgane, Ersetzung zurückgetretener Ausschussmitglieder. Wie die Kolleginnen und Kollegen wissen, haben wir am Beginn, ich wollte dir jetzt nicht deine Tätigkeit streitig machen, Kollege Schmerzer, aber eben von beiden Seiten her betrachtet. Wie die Kolleginnen und Kollegen wissen, haben wir am Beginn der Amtszeit eine Regelung getroffen bzw. angekündigt, die vorsieht, dass bei der Hälfte der Amtszeit die einige Referenten wechseln und ihre Funktion als Gemeindereferent entsprechend weitergeben. Das sind jene, die sind einige davon, die bisher Gemeinderäte mit Sonderfunktion waren. Es geht konkret darum, um die Kollegin Helga Hillebrand-Malayer, die ihre Funktion als Gemeindereferentin zurücklegt zugunsten von Anna Holzner. Es geht um den Kollegen Ernst Winkler, der seine Funktion zurücklegt zugunsten von Werner Gardner. Und es geht um den Kollegen Jürgen Zöckerler, der seine Funktion zurücklegt zugunsten von Helmut Daber. Ich danke den bisherigen Ausschussmitgliedern für ihre Tätigkeit, für sehr viel Einsatz, für viele neue Initiativen, neue Ideen. Also man hat gesehen, es ist ein neuer Schwung in den Gemeindeausschuss hineingekommen durch einige neue Personen, neue Ideen. Deshalb, es hat sicherlich gut getan, mit den neuen Personen zu arbeiten, und auch die Gemeinderäte mit Sonderfunktion haben sich bisher sehr, sehr stark eingebracht, haben genauso mitgearbeitet und ihren Einsatz gebracht. Also ein großer Dank auch dafür. Die Zeit ist nun erreicht, dass wir diesen Wechsel vollziehen. Die formellen Voraussetzungen sind erfüllt. Und es geht jetzt um die Ersetzung der zurückgetretenen Ausschussmitglieder Jürgen Zöckerler, Ernst Winkler und Helga Hillebrand-Malayer durch die bereits genannten neuen. Fragen bzw. Stellungnahmen bitte. Kollege Staffler, Kollege Nitsch. Also ich halte mich kurz, wenn man sich erinnert, ich habe schon in der ersten Sitzung alles gesagt, was dazu zu sagen gibt. Es wurde mir auch Bösartigkeit als vorgeworfen. Bösartig will ich hier natürlich nicht sein, da hat sich jetzt eigentlich nichts geändert. Das ist eigentlich einzigartig und eigentlich nicht nachvollziehbar, was man hier macht, dass man Leute nicht einfach in der Legislatur arbeiten lässt, ihre Ideen, ihre Projekte durchsetzen, wieso man hier jetzt wechseln muss. Es erschließt sich mir nach wie vor nicht. Aber vielleicht haben wir jetzt ja die Gelegenheit, dass jene, die nachrücken, ein kurzes Statement abgeben und vielleicht führen sie einfach weiter, was bis jetzt gemacht wurde. Dann würde sich die Frage stellen, wieso man wechselt. Und vielleicht können sie ja sagen, was sie anders machen, und wäre dann vielleicht ein bisschen erhellend, wie man diese Rochade dann erklären und auch legitimieren will. Danke. Danke. Weitere Fragen? Kollege Nitsch, bitte. Ich volevo chiedere se mi sembra che sia stato anticipato di un pochettino, perché la metà legislatura, cioè consigliatura, dovrebbe essere fine aprile. Così calcolando, visto che ci siamo presentati in ottobre del 20. Ma durerà fino a maggio del 25, previsto dal Consiglio. Ah, è previsto, le prossime elezioni sono previste a maggio? Per il momento ci hanno comunicato quello, vedremo. Ah, questo non si sa, perché io calcolando quello pensavo di questo, è stato anticipato un pochettino. Sì. Io pensavo che dipendesse magari per le prossime elezioni provinciali, che magari c'è la possibilità che il Consiglio
venga sciolto anticipatamente, allora che erano cambiati un po' i tempi per questo, no? Vedremo. Quello non sapremo, in ottobre. Quello. In ottobre probabilmente. Comunque lei conferma che si candida per le provinciali, per il consiglio provinciale? Io? No, sicuramente no. Sicuramente non lo confermerò qua e oggi. Ah, va bene, ok, grazie. Tutte domande fatte? Ok, se non ci sono altri. Andere Fragen? Gut, Kollege Schnaffler, vielleicht von meiner Seite ganz kurz. Ich glaube, es ist eine sehr gute Situation. Es haben mehrere Menschen mitgearbeitet. Wir haben die Tätigkeit auf eine sehr viel breitere Basis gestellt, weil jeder der genannten Referenten jemanden dabei hatte, der ihm noch einiges an Tätigkeit abgenommen hat. Deshalb haben zwei Personen in den jeweiligen Funktionen, einer natürlich formell beauftragt, der andere, der mit als Gemeinderat mit Sonderfunktion mitgearbeitet hat, sicherlich sehr viel mehr leisten können, als einer hätte machen können. Dass diese interne Rotation jetzt stattfindet, war so vereinbart. Ihr wart dagegen, ihr seid weiterhin dagegen, ist legitim, ist in Ordnung. Aber glaubt mir einfach, dass in der Praxis das sich sehr bewährt hat. Es sind keine Zusatzkosten entstanden für die Gemeinde Lana, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Es ging ja nicht darum, dass wir irgendwelchen Menschen zusätzliche Einkünfte beschaffen, die dann aus der Gemeindekasse herauskommen. Also das ist absolut gleich geblieben. Zusätzliche Kosten sind nicht entstanden. Und die Effizienz ist größer geworden und auch die Geschwindigkeit in den Abläufen, die wir selbst bestimmen konnten, ist schneller geworden, weil einfach mehr Menschen mitgearbeitet haben. Was jetzt die Neuen betrifft, so hoffe ich persönlich auf Kontinuität, aber da können wir gerne fragen. Die Kollegin Anna Holzner ist nicht da, die können wir nicht befragen, aber die anderen, ob sie große Abweichungen von ihrem Vorgänger jetzt planen, können wir natürlich gern befragen. Kollege Helmut Daber, Revolution geplant oder gehen wir eher weiter geradeaus, beziehungsweise geht es weiter aufwärts? Nein, ich glaube, dass das Konzept noch nicht ganz klar ist, wie aus der Wortmeldung von Kollege Joachim Staffler hervorgegangen ist. Denn schon wie damals gesagt und auch jetzt noch einmal wiederholt, also es ist ja nicht so, dass die bisherigen Referenten ihre Projekte und so weiter nicht fortführen können. Es behält ja jeder seine Themenbereiche und wird seine Themenbereiche bis zum Ende der Legislaturperiode weiterführen und weiter betreuen. Deshalb wird sich an der Arbeitsweise an und für sich nichts ändern. Davon gehe ich zumindest stark aus. Wir haben bis jetzt schon unsere Bereiche gehabt, die haben wir so gut als möglich, würde ich mal sagen, betreut, entwickelt und werden sie jetzt weiterentwickeln. Und deshalb ist es wird es nicht spürbar sein, dass es diesen formellen Wechsel jetzt gibt. Doch die Gründe für den formellen Wechsel wurden bereits genannt, aber an der Arbeitsweise wird sich nichts ändern. Den formellen Wechsel, ich finde das auch eine Fairness, weil wir das von Anfang an ausgemacht haben, dass man zur Hälfte den formellen Wechsel macht, dass dann die Gemeinderäte mit Sonderfunktion die Position des Gemeindereferenten einnehmen und umgekehrt. Ich glaube, wenn keiner von den betroffenen Personen etwas dagegen hat, spricht auch nichts dagegen, weil es die Kontinuität ja, die von dir ja genannt wurde, die ist vorhanden und die wird weiter bestehen. Danke. Werner Gartner war auch angesprochen. Ja, ich kann mir eigentlich die Worte von Helmut anschließen. Also wir haben eigentlich jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren effektiv sehr super zusammengearbeitet, der Ernst Winkler und ich, und haben die Sachen miteinander betreut, haben es so gekannt, indem wir zwei Personen waren, die ein Ressort betreut haben, natürlich auch viel mehr Zeit mitbringen, weil zwei Leute bringen halt einfach mehr Zeit als einer. Und wir haben auch gekannt, viel besser unsere verschiedenen Kompetenzen einbringen, überhaupt in unseren Teil zwischen Sozialen und auch Bauhof, nicht? Wo jeder seine Stärken hat, und haben so gekannt, auch wirklich in den zweieinhalb Jahren schon viele Sachen auf den Weg bringen
und werden die auch weiter verfolgen, so wie wir es geplant haben, und werden auch miteinander unser Team sozusagen in der Sparte, wo wir jetzt sein oder den Teil der Gemeinde weiterführen. Dankeschön. Weitere Fragen? Roland Stauder, bitte. Eher eine Bitte. Aus meiner Sicht ist es eine mehrjährige Gliederung der Arbeitszeit, also sozusagen man teilt sich's auf, man teilt die Kompetenzen auf, hat die Hälfte der Zeit 50% der Arbeit und die nächste Hälfte wieder 50% und in der zweiten Hälfte bekommt man dann 100% der Entschädigung. Also von dem her zwei Dinge. Einmal, lasst den Begriff Ehrenamt da bitte draußen, weil Ehrenamt ist ganz was anderes. Heute kein Mensch erwähnt. Nein, aber das hängt mit der zweiten Bitte zusammen. Wir als Gemeinderäte bekommen die Unterlagen sehr spät, das wissen wir. Wir bekommen eine Tagesordnung, wo wir das rauslesen, dass das heute auf der Tagesordnung ist. Und einen Tag vor wir als zuständiges Gremium hier, dass das absegnen sollen, das bekommen, gibt es Stellungnahmen im Salto. Ich glaube, wir sind angehalten, die Unterlagen zumindest bis zu den Sitzungen zurückzuhalten, nicht den Medien zuzuspielen. Und das erwarten wir uns dann auch von eurer Seite, dass ihr da nicht vorher, ohne dass wir sogar hier als gewähltes Organ informiert sind, diese lediglich von der Tagesordnung diese Informationen aus dem Salto erfahren. Also wenn schon. Also ich kann versprechen, ich habe sicherlich noch nie etwas Salto zugespielt und ich werde es auch nie machen. Na, einer der Betroffenen hat im Salto vielleicht kennt er sie privat, ein Interview gegeben und das einen Tag vorher wurde das veröffentlicht, dass wir die Unterlagen bekommen. Und das, glaube ich, kann auch die Regierungsmannschaft bestätigen, dass das nicht ganz in Ordnung ist. Absolut, ja, super, absolut richtig. Salto ist Franceschini, ist das nicht der mit dem Abhörprotokoll? Über die Freunde in eurer Partei. Gut, also wir werden Medien weitergehen, bevor es die Gemeinderäte nicht sehen. Tut mir leid, dass das so passiert ist, aber wir haben sicherlich nichts Salto zugespielt und werden das auch nicht mehr, sicherlich nie tun. Kollegin Kraus, wenn man was zu sagen hat, bitte auf den Knopf drücken. Weitere Wortmeldungen? Dann stimmen wir ab. Also wer mit der Ersetzung der zurückgetretenen Ausschussmitglieder einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer ist dagegen? Ich sehe 4, ist das richtig? Von beiden Seiten betrachtet. Enthaltungen? 5. Danke. Kollega Nitsch, Selemi, Vota, Cipenso. Anche votarla, potrei anche votarla, su quello non c'è dubbio, no. È che così io pensavo, mi veniva un discorso, perché visto che lei ha l'ultima consigliatura, che non può più fare il sindaco al prossimo giro, pensavo che... Non posso fare sempre il consigliere, lei. Può anche fare il consigliere? Sì, quello sicuramente può fare il consigliere. Comunque... Io sono convinto che lei si candiderà per il Consiglio Provinciale. Volevo solo sentirlo ufficialmente, non me l'ha voluto dire. Comunque non dovremo aspettare molto tempo per saperlo ufficialmente. La prima che saprà sarà mia moglie e dopo sarà comunicato. Va benissimo. Dankeschön. Wir sind bei Punkt Nummer 5, Tätigkeitsbericht der Ortspolizei. Eine gute Tradition mittlerweile. Seit einigen Jahren haben wir uns zum Ziel gesetzt, dass die Ortspolizei ihren Bericht auch den Gemeinderäten präsentiert, bevor er dann, da ist das Prinzip eingehalten, bevor er dann an die Medien weitergeleitet wird. Aber ich bitte jetzt den zuständigen Gemeindereferenten Jürgen Zöckerl und den Referenten für Polizei ganz kurz eine Einführung zu halten und dann den Kommandanten der Ortspolizei uns die Präsentation zu zeigen. Jürgen, bitte. Oder soll er umfangen? Wir haben ja schon mehrmals hier in diesem Gremium über die Ortspolizei eben gesprochen. Es wurden auch schon verschiedene Anfragen eben dazu gemacht und Bitten auch. Die wurden stets der Polizei weitergeleitet. Ich
kann sagen, wie ich die Bordspolizei eben mittlerweile kennengelernt habe, arbeiten gesehen habe, darf ich an dieser Stelle eben ein großes Kompliment den Mitarbeitern aussprechen. Wir haben langjährige Mitarbeiter im Team. Wir haben im Vorjahr, wie wir gleich hören werden, 2 neue Mitarbeiter dazu bekommen. Sie sind mittlerweile sehr zusammengewachsen. Man hat mir erzählt, das war nicht immer so in diesen Räumen. Sie sind sehr motiviert, setzen sich für ihre Belange eben ein und möchte mich an der Stelle eben beim ganzen Team und vor allem beim Kommandanten eben für seinen Einsatz eben bedanken. Ah. Ja, schönen guten Abend von meiner Seite. Jürgen Zöckerler, Dankeschön. Ich werde die Worte selbstverständlich gerne meiner Mannschaft weitergeben. Wie der zuständige Referent schon gesagt hat, der Stand unserer Mannschaft am 31.12. besteht aus 8 Beamten und einem Beamten in Teilzeit, also insgesamt 9 Beamte. Wir hatten 3 Neuzugänge, 2 davon fix im Februar, den Herrn Sicher und die Frau Daldossi, wo freie Stellen nachbesetzt wurden. Und im Dezember hat uns unsere langjährige Mitarbeiterin Frau Meier verlassen, weil sie eben in Schwangerschafts- bzw. jetzt ihr Kind, ihren kleinen Leon, bekommen hat. Und ich möchte hierbei sehr, sehr viel Freude und Glückwünsche hierbei überbringen. Wir sind nämlich eine Familie. Das ist so in uns Tradition als Polizei. Und dementsprechend so eine Dynamik, die vielleicht ein bisschen anders ist als im Rest in den Gemeindehäusern. Natürlicherweise galt es, die Neuzugänge auszubilden und sie vor allem in den Arbeitsalltag und in seinen Herausforderungen und Herausforderungen zu integrieren, weil die Schulung ist eines und Praxis und die Umsetzung draußen dann ein anderes Thema. Das Arbeiten im Streifendienst, wie ich schon in den letzten Jahren immer gesagt und hier schon vorgestellt habe, ist immer dasselbe Einsatzspektrum geblieben. Ob das jetzt die Türöffnungen sind für suizidale Absichten oder Menschen in Not über Verkehrssicherheit, aggressive Patienten, Zwangseinweisungen und. Es hat sich das Spektrum absolut nicht verändert. Im Gegenteil, es ist zum Teil viel, viel intensiver noch geworden und die Einsätze haben in dieser Hinsicht gerade im Bereich aggressive Patienten, Rettungseinsätze und so weiter eher noch zugenommen. Eskortierungsdienste, Veranstaltungen und so weiter, da gehe ich später noch ein bisschen genauer darauf ein, auch die Verkehrsunfälle und Pannenhilfe und auch die Wahldienste und Totenpolizei haben ihren Lauf über dieses Jahr hinweg genommen. Kurz unten im Bild, vom abgestellten Güllefass bis zu den Wahldiensten, das sind vielleicht Dienste, die ein normaler Bürger nicht mit uns so in Verbindung bringt, aber das gehört auch zu unserer Arbeit, dass wir die Wahlergebnisse richtig hinbringen, dass alles seine Richtigkeit hat und auch wenn abgestellte Güllefässe sind, sind wir auch für die zuständig. Aber auf der anderen Seite haben wir dann die hohe Professionalität und das hat mich schon ein bisschen mit sehr Stolz, war ich sehr, sehr stolz auf meine Mannschaft. Wir konnten im Jahr 2022 einen Drogendealer verhaften. Es ist nicht unsere primäre Kompetenz. Hier sind auch die Kollegen Carabinieri zuständig, aber wenn es zutrifft, müssen auch wir handeln. Wir haben gehandelt. Wir konnten eine ziemlich große Menge an Rauschgift feststellen, sowohl bei der Personenkontrolle als auch bei der Hausdurchsuchung. Diejenige Person wurde angezeigt und der Gerichtsbarkeit zugefügt. Und ich möchte damit sagen, vom Güllefass bis über den toten Fuchs, bis eine schreiende Katze auf dem Baum, bis zur Türöffnung, bis hin zu den komplexen Einsätzen in dieser Hinsicht oder auch zu schweren Verkehrsunfällen, müssen wir jeden Tag unseren Mann stellen. Und das ist die große Herausforderung. Wäre unser Spektrum kleiner, wäre es sicher einfacher. Der Schülerlotsendienst und der Schuldienst ist auch uns eine wichtige Angelegenheit. Und deswegen einen kleinen Einblick zu geben. Unser Dienst beginnt jeden Tag zu den Schulzeiten, dass die Streifen schon früh morgens ausfahren,
dass vor Ort die Schülerlotsen kontrolliert werden, ob sie auch wirklich anwesend sind. Nicht, dass wir sie ihnen nicht das Vertrauen schenken, aber es kann auch kurzfristig mal jemand krank sein, ausfallen. Ich glaube, wie die Grippevirus zirkulieren, ist das im Moment an der Tagesordnung. Und deswegen ist es uns ganz, ganz wichtig, dass gerade für die Schulkinder dann dementsprechend auch ein Ersatz gestellt werden kann. Wir sind im Rotationssystem jeden Tag vor Schulen unterwegs, ob das jetzt die temporäre Einbahnstraße im Kirchweg ist, in der Zollstraße und so weiter oder auch in der Mittelschule, wollen wir einfach durch unsere Präsenz eine bestimmte Prävention für die Verkehrssicherheit eben beitragen. Wir haben auch dahingehend die Aktion Wieder Lichtfahrer durchgeführt, wo wir Kinder, die mit vollständig ausgestatteten Fahrrad und Licht von uns Gummibärchen bekommen haben, die uns die Apotheke Bär aus Lana zur Verfügung gestellt hat. Sollte jetzt keine Werbung sein, aber ich denke, solche Art von Unterstützungen sollten schon begrüßt werden. Und die Kinder haben so Freude und sie sollen dann vor allem angeregt werden, dass sie auch wirklich eine bestimmte Verantwortung haben, wenn sie mit dem Fahrrad unterwegs sind. Wir betreuen auch die Parkraumbewirtschaftung. Wir haben insgesamt 15 Automaten im oberen Bild. Wir haben noch das Parkhaus Hoffmann mit 2 Zahlungsautomaten. Wir überwachen hierbei die Betriebsbereitschaft, also dass sie funktionieren. Wir sind zuständig für die Funktionsprüfungen, die Nachrüstungen vom Papier und so weiter und natürlicherweise auch für die Entleerungen. Die Entleerungen finden je nach Einnahmen und Standort der Automaten wöchentlich, monatlich bzw. halbmonatlich statt, damit wir immer gewährleisten können, dass die Automaten auch funktionieren. Parkhaus Hoffmann stellt zudem noch ein separates System dar und ist noch viel, viel komplexer. Und dementsprechend sind wir auch hier auf eine Firma angewiesen, die hier uns den technischen Support gibt. Die Einnahmen, 280.000 Euro, zeigen dafür, dass der Trend wieder im Steigen ist. Und dementsprechend auch wir immer gewährleisten, dass die Automaten auch funktionieren. Wir hatten hierbei noch eine große Herausforderung im Herbst, da es darum ging, die Tarifänderungen anzupassen, die Beschilderung und die Umprogrammierung sämtlicher Automaten in die Wege zu leiten. Das Marktwesen ist eine alte Tradition in Lana, sonst wären wir ja keine Marktgemeinde. Hier werde ich mich nicht lang dabei aufhalten. Unsere Tätigkeit hier gilt dahingehend, die Standbetreiber zu kontrollieren, die Anwesenheit bei den großen Märkten, die jeweiligen Plätze zuzuweisen und dementsprechend die Abwicklung dann auch des Kassierens und alle damit zusammenhängenden Abläufe, was dann das Lizenzamt weitermacht. Aber ich denke, wenn wir hier schon die paar Wörter sehen, von Wochenmarkt, Bauernmarkt, Bauernmarkt, Jahresmärkte, ist die Tätigkeit in Lana immer noch sehr, sehr groß und attraktiv. Bezüglich Anordnungen haben wir im Jahr 2022 216 Anordnungen erstellt und hier handelt es sich nicht nur um das sogenannte Papier oder die Definition Anordnung. Es geht dahingehend, und das wissen wir alle, wie wir hier sitzen, in Lana herrscht eine große Bautätigkeit. Ist es das Infranet? Sind es die Asphaltierungsarbeiten? Sind es große Bauten entlang einer Hauptstraße von größerer Kubatur? Es kommt immer wieder zu Situationen, wo Straßen teilweise gesperrt werden müssen, ganz gesperrt werden müssen. Und die größte Herausforderung stellt hier immer hier die Situation, dass wir in Lana ja sehr, sehr viele Buslinien und Mobilität haben. Und dementsprechend müssen wir auch immer schauen, dass hierbei nicht es zu großen Einschränkungen kommt, sei es vom Verkehr, aber auch von der Mobilität. Dementsprechend führen wir bei größeren Angelegenheiten Lokalaugenscheine durch, mit Anrainer, mit den tätigen Baufirmen und so weiter vor Ort. Es wird vielfach auch die SASA mit einbezogen. Dementsprechend wird dann das alles organisiert, beschildert. Und auch dann, wenn die Einbahnstraßen oder wie auch immer die Baustellen eingerichtet sind, evaluieren wir das kontinuierlich, sind auch gerne auf Anregungen von Seiten der Bürger froh, wenn sie sagen, na schau, das geht gar nicht, oder ist es gefährlich, um das wir eventuell nochmal kontrollieren und nachbessern. Veranstaltungen haben, wie ich schon eingangs gesagt habe, stark wieder zugenommen. Wir haben wieder den Normalstatus plus minus erhalten wie vor Covid. Die Schlagwörter Fahrradfasching, durch der als Kinderherzen, da möchte ich mich jetzt nicht länger aufhalten. Wir sind alle hier Bürger von Lana und dementsprechend wissen wir, was in Lana
los ist. Und wir sind auch froh darüber. Und wir als Polizei unterstützen gerne diese Art von Veranstaltungen mit unserer Präsenz. Je nach Größenordnung der Veranstaltung genügt es manchmal nur, wenn wir ein paar Schilder bereitstellen. Manchmal braucht es auch, je nach Größenordnung, auch mehr Planung in Bezug auf Abschleppungen, Parkverboten oder auch Umleitungen und größere Herausforderungen, die ich nachher zur nächsten Folie weiter ausführen möchte. Die größte Herausforderung war die Tour auf die Alps nach Ostern. Und hierbei beim ersten technischen Treffen vor Ort war auch Referent Dauer dabei. Da war eine Delegation von den Veranstaltern vor Ort und dann hat man mir so, ja, gesagt, mal hier in Lanehirs, ihr seid sehr, sehr sportlich. Dann habe ich gesagt, ja, das ist selbstverständlich, unser Bürgermeister sowieso. Und dann meinte er, ja, das stimmt, dass ihr sogar sowohl Ziel und auch Start macht, das ist sehr, sehr lobenswert. Das ist ein großer Aufwand und wir wollen schauen, ob ihr das hinbekommt. Geil, Helmut, das waren mal die ersten Worte und dann haben wir mal geschluckt. Aber ich muss ehrlich sagen, jetzt im Nachhinein hinein, wir haben sehr, sehr gut organisiert. Die Herausforderung bestand nämlich darin, und das sieht man hier ganz klar im Bild, der es nicht mehr weiß, dass der Tour auf der Alps, der ganze Tross des Rennens selber vom Gampen runterkam, hierbei schon durch Lana in Oberlana oben an der Kreuzung ankam, durch die Meraner Straße raus in die Industriezone, rüber nach Sinich, von Sinich nach Buckstall, vom Buckstall wieder rein und dann die ganze Hauptverkehrsachse Bozner Straße, Andreashofer Straße bis hin zum Ziel vor dem Sanitätssprengel Kapuziner ankam. Das hieß hier komplette Stilllegung des ganzen Bezirkes. Es sind sehr, sehr viele Kreuzungen, die Rennvorgaben und auch die gesetzlichen Bestimmungen sehen vor, dass jede Ein- und Ausfahrt und jede Kreuzung besetzt werden muss und auch der zeitliche Vorgabe. Das haben wir eingeplant. Zudem noch die größere Herausforderung bestand darin, den Zielbereich und das Rote, ich denke, jeder ist hier ortskundig und sieht es auf den ersten Blick, es geht hier um die ganze Zone von der Gemeinde abwärts, Kapuzinerplatz runter bis zu dem Raiffeisensaal, die ganze Zone rüber zur Mittelschule war dann die sogenannte Coaching-Zone oder die Zone der Teams, das Pressezentrum, wo die Teambusse untergebracht werden muss. Und das war auch eine sehr große Anzahl des großen Trosses. Und natürlicherweise dieser Bereich musste schon früh morgens um 7 Uhr schon aufgebaut werden. Und das in Kontext zu bringen mit der gesamten Mobilität, auch zu schauen, dass jeder noch zu seiner Arbeit kommt und dass es nicht zu großen Behinderungen gab, das war die große Herausforderung. Ich denke, wir haben das sehr, sehr gut gemeistert. Und da möchte ich mich bei hier, wenn ich hier so in der Runde schaue, bei vielen Leuten bedanken für die gute Zusammenarbeit, auch bei der Feuerwehr Lana und allen freiwilligen Helfern der einzelnen Vereine, die hier mitgeholfen haben. Wir haben am Tag 1 über 60 Personen gebraucht, nur entlang der Strecke, zusätzlich zu uns Polizeikräfte und Karabiniere und Straßenpolizei, weil das alles zugehört. Und am Tag 2 20 Personen, aber die Herausforderung war groß. Und trotzdem haben wir zum Schluss sehr, sehr viel Lob bekommen. Und eben, in Lana seid ihr sportlich. Und dann habe ich dann grinsend gesagt, ja, ich bin jetzt froh, dass es vorbei ist. Aber wir konnten wieder mal zeigen, wenn wir wollen und alle zusammenhalten, dann schaffen wir das auch. Zu den Prozessionen. Es ist eine lange Tradition in Lana, das wissen wir auch alle. Die Prozessionen sind immer groß bis klein. Von der Franz-Höfler-Feier, der Astiani-Feier und, sind wir als Polizei je nach Größenordnung präsent. Mit 1 Person, 2 Personen, je nach Größenordnung, aber auch bei der Maria Geburt, was die größte Prozession darstellt, wo wir alle 8, 9 Beamte anwesend sind. Man sollte dabei aber nicht vergessen, dass wir gerade für so eine Art von einer Prozession bei Maria Geburt wir mindestens 5 Tage an Vorbereitung und Nachbereitung brauchen, bis alles wieder seinen geordneten Platz und seine Normalität findet. Beschilderungsdienst und Markierung. Ich habe im vorigen Jahr schon diesen Bereich ein bisschen besser beschrieben und erklärt. Hier ist heuer eine sehr, sehr große Tätigkeit vonstatten gegangen. Wir haben insgesamt 80 Projekte im Bereich Beschilderung projektiert,
geplant durchgeführt und das zu fast 99% in Zusammenarbeit mit dem Gemeindebauhof. Also wir selber hier in der Gemeinde haben diese Arbeiten alle gestemmt. Es sind vielleicht für den einfachen, für den Bürger nicht alles ersichtbar, aber ich sage jetzt mal Citybuslinie, die Fahrbahnerhöhungen, das war sicher für jeden erkennbar, aber es sind sehr, sehr viele Nachbesserungen und auch kleine Arbeiten von kleinen Markierungen und kleinen Projekten, wo, wenn man nicht genau weiß, effektiv auch nicht, wenn man nicht weiß, wo wir dementsprechend die Arbeiten durch und umgesetzt haben, aber immer im Sinne, etwas verbessern zu können für die Verkehrssicherheit und auch dir dabei, den Referenten Jürgen Zöckerler, der immer wieder mit neuen Ideen immer wieder bei uns kommt und wir gemeinsam dann auch Lösungen suchen können, wie wir auch hier auf dem Bild sehen, um einfach für Lana gut aufgestellt zu sein. Die Teilbereiche Beschilderung und Bodenmarkierung werden von zwei Beamten betreut, die zum normalen Polizeidienst auch diese Arbeit ausrichten und wir haben ungefähr einen Stundensatz von 580 Stunden errechnet, wo sie effektiv mit dieser Tätigkeit zusammen unterwegs waren. Zu den Verkehrsunfällen, denke ich, gibt es nicht allzu viel erklären, welche unsere Aufgaben sind. Das sind die Aufgaben nach gesetzlichen Vorschriften. Aber ich habe hier extra diese Bilder hier gewählt, denn auch das sind Verkehrsunfälle mit Bagatellschäden, die sehr, sehr viel Nerven brauchen, wo es eigentlich nur darum geht, Streitparteien ruhig zu stellen und ihnen beim Ablauf dann mitzuhelfen. Wir hatten insgesamt 38 Verkehrsunfälle, davon 21 mit Sachschaden und 17 davon mit Verletzungen. Zudem ein paar Bildeindrücke dann von eher den größeren Herausforderungen an Verkehrsunfällen, also wirklich Verkehrsunfällen, die in Lana passiert sind. Und natürlicherweise die größte Herausforderung war für uns dann am 28. Dezember der schwere Verkehrsunfall auf der Gampenstraße mit leider Gottes einem Todesopfer, einer Schwerverletzten, der wo zwischen 11.30 Uhr bis 16.30 Uhr die Straße wir zulassen mussten, um die sämtlichen Unfallerhebungen abzuschließen und anschließend die Straße wieder freigeben zu können. Rechts, das letzte Bild unten, hatten wir auch noch Arbeitsunfälle, wo wir auch unsere Ermittlungen leisten mussten. Vielleicht ganz kurz haben wir die Örtlichkeit der Verkehrsunfälle. Der grüne Balken wäre die Gesamtzahl der Unfälle, der blauen Balken die Verletzungsfolge und die jeweiligen Straßen, wo der Unfall passiert ist. Hier möchte ich aber ganz klar eines hier dazu sagen. Wenn wir jetzt hier lesen, Andreas-Hofer-Straße, um Himmels Willen, so viele Verkehrsunfälle, das ist dann die gefährlichste Straße in Lana. Nein, das sind dann diese sogenannten Bagatellverkehrsunfälle. Beim Ausparken vor dem Sanitätssprengel, beim Ausparken beim Sader, wenn man Eis holen geht, und das wird dann logischerweise auch als Zahl klassifiziert. Und dementsprechend sollte jetzt nicht das Angstgespenst umgehen und sagen, ja, ich kann mich nicht mehr auf der Andreas-Hofer-Straße oder in der Maria-Hilf-Straße bewegen. Und noch etwas, wir hatten im Jahr 2022 keinen einzigen Verkehrsunfall, wo die Geschwindigkeit relevant war. Wir hatten alles Verkehrsunfälle zurückzuführen auf der Autofahrer nicht auf gut tirolerisch bei der Sache war. Also unaufmerksam, Vorfahrt genommen, beim Einfahren nicht aufgepasst, zu früh den Blinker gesetzt, aber nicht Geschwindigkeit. Ich denke, das ist ein wichtiger Faktor, dass man diese Botschaft auch mal an die Bürger draußen weitergibt. Das heißt, immer nur in Lana wird zu schnell gefahren, aber es sind definitiv die Grundverhaltensregeln der Autofahrer. Ansonsten unsere Kerntätigkeit, selbstverständlich auch die Straßenverkehrsordnung. Wir haben Verkehrskontrollen durchgeführt. Wir haben Schwerpunktkontrollen unter Einsatz der Videoüberwachung durchgeführt. Wir können ja über sie die Revision und auch die Versicherung kontrollieren. Wir haben Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Wir haben auch Schwerpunktkontrollen in der Nacht durchgeführt, wo es nur um Alkohol ging und natürlicherweise auch die Parkraumkontrollen. 361 Geschwindigkeitskontrollen
170 diverse Delikte im fahrenden Bereich und über 1000 im ruhenden Verkehr, also das wären dann die sogenannten Parkstrafen. Im Verhältnis dagegen hatten wir nur 2 Rekurse vor Gericht und das heißt Bocchi Maboni, das heißt gute Strafen, gerechte Strafen, wo nicht diskutiert werden muss und wo wir auch dann vor Gericht auch standhalten, wenn jemand den Rechtsweg gehen will. Wir haben 10 Führerscheine eingezogen bezüglich Straßenverkehrsordnung, zusätzlich noch 8 Führerscheine nur für Alkohol und wir haben 12 Fahrzeuge beschlagnahmt. Geschwindigkeit habe ich schon gesagt. Es waren 351. Die Zahl kann jetzt relativ wenig das Gefühl sein, dass es wenig ist. Aber hier möchte ich noch eines dazu sagen. Wir haben auch viele Nullnummern, wie wir immer schön sagen. Also die Speedbox wird gefüllt. Über eine Stunde wird kontrolliert und das Ergebnis ist null. Und das will heißen, die Effizienz ist da. Es gilt ja die Prävention und nicht die Repression. Wir haben zudem 297 Fahrzeuge, die wir dann effektiv erhoben haben, alle in einem Geschwindigkeitsbereich unter 10 km/h, also nicht Raser. Und, die über 54 Fahrzeuge von 11 bis 40, wobei 40 kein einziges Fahrzeug erreicht hat. Also das sind alles Geschwindigkeiten, 11 km/h zu viel, 12 km/h zu viel und das sind dann meistens die Geschwindigkeiten oben an der Gampenstraße. Die Verkehrserziehung, wie ich schon letztes Jahr präsentiert habe, ist für uns ein großes Säule hier in Lana. Wir investieren viel Zeit dabei. Wir sind in alle Volksschulklassen der 1. und 5. Klasse anwesend gewesen. Wir konnten aufgrund, wie man es hier auf dem Foto noch sieht, nicht gut auf die Straße raus, weil es eben noch ein bisschen die Grundregelungen gab bezüglich Covid und ein paar Sachen eben noch unsicher waren. Dementsprechend haben wir unseren Unterricht voriges Jahr in den Klassen absolviert. Wir haben auch den Projekt Fahrradführerschein wieder betreut, weil wir eben durch Covid die Rotationssystem von 2 Jahren nachholen mussten und alle 4. und 5. Klassen der Volksschule Lana inklusive Füllan und auch des Diesens, das ja zum Grundschulsprengel Lana dazugehört, wurden von uns betreut. Wir investieren hier sehr, sehr viel Zeit, aber wie gesagt, es geht uns maximal eben für Prävention. Verkehrserziehung in der Mittelschule, 1. und 3. Klassen haben wir auch durchgeführt und dementsprechend immer wieder versucht, gerade die Schüler hier zu motivieren, sich aktiv an der Verkehrssicherheit zu beteiligen. Ich möchte ganz kurz eine Vorschau geben für das Jahr 2023. Wir werden jetzt ab 9. Februar wieder mit der Verkehrserziehung starten. Es war der Wunsch, die Verkehrserziehung ein bisschen smarter zu gestalten. Selbstverständlich sind wir diesem Wunsch gerne nachgekommen. Es hat Treffen gegeben, auch mit dem Referenten Zirkeler und auch mit der Direktion der Volksschule. Und wir werden heuer jetzt starten mit viel, viel mehr Praxis. Wir werden in den 1. und 2. Klassen draußen am Zebrastreifen wieder praxisorientiert mit den Kindern üben und ihnen die wichtigen Sachen beibringen, beziehungsweise auf was sie aufpassen müssen und achten müssen. In der 3. Klasse wird es dann das Thema Fahrrad in der Theorie geben, als sozusagen Wiederholung 1., 2. Klasse. Und in der 4. und 5. Klasse werden wir ein neues Thema aufgreifen. Und das ist die sogenannte Praxis der tote Winkel. Wie Sie hier auf einem LKW sehen können, hat uns die Zusammenarbeit die Feuerwehr Lana zugesichert mit einem Einsatzfahrzeug. Und wir werden hier mit den Kindern direkt draußen im Schulhof den toten Winkel simulieren und auf die Gefahr hinweisen, wie gefährlich es ist, wenn man einem großen Fahrzeug zu nahe kommt. Wir erwarten uns sehr, sehr viel. Es wird sicher spannend, aber es geht uns immer darum, Unfälle zu vermeiden. Ich bin auch schon jetzt beim Abschluss. Ich möchte mich bei allen Anwesenden bedanken. Ich habe extra dieses Bild ausgewählt, um einfach nochmals zu untermauern, wie wichtig uns die Zusammenarbeit und auch die Bevölkerung in Lana ist. Und wenn wir dieses Bild hier sehen, wie der Polizeibeamte mit der Schülerin hier kommuniziert, ich denke, dann ist ganz klar, wie uns unsere Arbeit am Herzen liegt und wir unsere Arbeit wirklich gerne machen. Dankeschön und guten weiteren Verlauf.
Ja, danke, Kommandant Karnitsch, für die detaillierten und ausführlichen Ausführungen. Ich glaube, zu erwähnen ist auch noch die gute Zusammenarbeit mit den Carabinieri vor Ort. Ich erlebe das auch fast täglich eben, dass es da einen sehr guten Austausch gibt. Einerseits kommen die Carabinieri rüber und tauschen sich mit dem Kommandanten aus und auch eben umgekehrt. Ich glaube, hier wird ein sehr kurzer Dienstweg eben eingehalten und es kommt uns allen letztendlich zugute, wenn man nach etwas eben sucht oder nach etwas forscht. Unsere Polizisten sind ja als Lebensmittelpolizisten deklariert. Am Ende hat man gesehen, wie umfangreich die Tätigkeit eines Lebensmittelpolizisten ist. Mit Lebensmitteln hat es eigentlich wenig zu tun, aber wir setzen vor allem auf Prävention, auf die Polizei, dein Freund und Helfer in der Schule, dass den Kindern die Angst vor der Polizei vor allem genommen wird, vor allem in der Volksschule, bei den Volksschulkindern, dass sie die Polizisten eben als deren Freund und Helfer vor allem eben sehen auf dem Schulweg. Aber wo es eben braucht, gibt es eben auch natürlich Strafbescheide, die heuer deutlich höher ausgefallen sind als im Vorjahr. Natürlich auch durch die erhöhte Anzahl an Mitarbeiter und verstärkte Präsenz eben auch auf der Straße. Und deshalb eben auch nochmal einen großen Dank dafür. Gibt es Fragen? Bitte, Kollege Thaler, Daber. Ja, vielen Dank und vielen Dank für die Präsentation, für die aufschlussreiche Präsentation. Ich habe nur zwei Fragen und zwar aktuelles Thema, die Einbruchserien, Alabama Lana. Gibt es da irgendwelche konkreten Maßnahmen oder beziehungsweise haben wir im Internet gelesen, dass die Ortspolizei am Abend die Präsenz verstärkt? Kommt da vielleicht ein, zwei Sachen dazu sagen, bitte. Und der zweite Punkt, wenn ich gleich anschließen darf, ist es, glaube ich, letztes Jahr gewesen, dass man Gemeinderat abstimmt oben, dass die Ortspolizei von Lana bei der Nachbargemeinde in Burgstall auch den Dienst übernimmt. Kann man da vielleicht dazu sagen und ob das zeitlich, wie das einzuteilen geht, ob das zeitlich überhaupt, wie das letzte Jahr jetzt verlaufen ist. Dankeschön. Wir fassen einige Fragen zusammen, wenn das okay ist. Kollege Peter Gruber, Kollegin Kraus. Wer möchte zuerst? Dankeschön. Also danke für die Tätigkeit, also für dieses große Feld an ausübt und mit dem Enthusiasmus, den sie es ausübt, das vorausgeschickt. Ich hätte auch ein paar Fragen. Etwas hat der Kollege vorweggenommen, also dem schließe ich mich an. Und dann hätte ich noch gefragt, der Grund für die Unfälle, den haben Sie uns schon geschildert, dass das mehr Unaufmerksamkeiten sind, Vorfahrt genommen und so weiter. Eine Frage, ist auch Alkohol in der Unfallverursachung mit im Spiel? Also Alkohol- oder Drogenkonsum, das zum einen. Dann zweite Frage, wurden bei den Verkehrskontrollen manipulierte Fahrzeuge festgestellt? Wir haben ja in der Vergangenheit Anfragen gemacht und das Thema immer wieder aufgebracht in puncto Geschwindigkeitskontrollen, aber auch Lärm, der durch manipulierte Fahrzeuge verursacht wird. Wenn man durch Lana geht, erlebt man es leider immer wieder mal, dass man das hört. Ich verstehe, dass die Polizei nicht zu jeder Zeit und überall anwesend sein kann. Aber die Frage eben, ob sowas festgestellt wurde. Und dann noch als einen ganz anderen Themenblock. Es wurde ja dieser festgenommene Drogendealer erwähnt, vielleicht ganz kurz, weil sie auch mit so Stolz und Freude erfüllt hat, an so einem Fall beteiligt gewesen zu sein, an so einer Aufdeckung, was sehr verständlich ist. Das erlebt man ja nicht alle Tage. Vielleicht kurz die Frage, wie es dazu gekommen ist, wie die Polizei auf diese Sache aufmerksam wurde und in welchem Ausmaß und was es da genau gegangen ist. Danke. Danke. Peter Gruber, bitte.
Ich hatte noch eine Frage. Du hast vorhin angesprochen, dass beispielsweise die Maria-Geburt-Prozession, die Vor- und Nachbereitung, nimmt 5 Tage in Anspruch. Mir kommt das jetzt brutal viel für, deswegen hat mich jetzt interessiert, was da so genau die Tätigkeiten sind, was das eben so ausmacht. Gibt es noch Fragen? Weitere Fragen? Sonst würde ich bitte Roland Stauder, bitte. Nur eine Frage. Wir haben, ich zumindest vor ein paar Tagen gelesen, dass die Gemeinde Lana beabsichtigt, allen Ehrenamtlichen einen Schein zu geben, einen Parkschein, dass sie gratis parken können. Voll einverstanden, keine Frage. Die Frage ist nur jetzt, wie viel handelt es sich da ungefähr und wie wird man dann, weil die Parkraumbewirtschaftung ja auch da dazu gehört, wie überprüft man das, ob der jetzt berechtigt ist? Ist das irgendein Kennzeichen gekoppelt, fälschungssicherer Zettel, weil wir ja immer wieder hören, dass da doch einige mit kriminellen Gedanken unterwegs sind und auch dann zum Gratisparken heutzutage sicherlich auch Mittel und Wege finden, solche Genehmigungen zu scannen, kopieren oder eben zu fälschen und zu missbräuchlich zu nutzen. Mhm. Weitere Fragen? Bitte, Kollege Sanroni. Also erstmal gratuliere für die geleistete Arbeit an die Gemeindepolizei, danke. Dieser Bericht hat daraus stellt sich die Frage, da wurde sehr viel bei der Gemeindepolizei investiert, aber leider muss sich feststellen, so gut wie nichts bei der Erweiterung der bestehenden freien Parkplätze. Der Herr Bürgermeister ist okay, schade. Die Frage ist eben, ob man beabsichtigt, was dafür zu tun. Oder andere Personen ist ziemlich, wie kann man sagen, von vielen wahrgenommen, ob man hier beabsichtigt, was zu tun und auch warum der Parkplatz vor dem Lidl immer noch gebührenpflichtig ist. Vielen Dank. Dankeschön. Wenn im Moment keine weiteren Fragen sind, dann würde ich das Wort an Referenten Jürgen Zöckerler übergeben. Dann werde ich die politischen Fragen beantworten, die technischen würde ich den Kommandanten lassen. Die Präsenz der Polizei wurde eben vor allem am Abend erweitert, das heißt, die Dienste laufen bis mindestens 20 Uhr. Und eine Streife ist eben bis 20 Uhr unterwegs und ist präsent am Abend, um vor allem präventiv verschiedene Orte, auch abgelegene Zonen oder Siedlungsgebiete abzufahren. Es wurde entschieden, dass das mit eingeschaltetem Blaulicht oder dem Signal Blaulicht eben gemacht wurde, um eben einerseits der Bevölkerung zu zeigen, dass die Polizei vor Ort ist, aber auch den sogenannten Schlawinern zu zeigen, es wird hier eben kontrolliert. Zu Burgstall, die Zusammenarbeit findet statt, läuft eigentlich gut. Heute war das Ziel, die Tätigkeit der Polizei vor allem hier im Gemeindegebiet eben darzustellen. Mit Burgstall muss abgeklärt werden, ob das in diesem Gremium auch diskutiert werden kann und darf. Da gibt es ja einen Vertrag und der Vertrag wird eingehalten und die Stunden werden eben vor Ort im Burgstall eben von der Polizei eben nach Absprache mit deren Bürgermeister eben geleistet. Das bestimmt eben auch der Bürgermeister von Burgstall entsprechend. Bezüglich freies Parken für Vereine, das ist nicht für alle Vereine, sondern für im Moment für Blaulichtorganisationen und den Verein für Familien- und Seniorendienste und es wird in einer Form von einem Aufkleber gemacht werden oder einem Schein, der wieder ausgetauscht werden kann. Ans Auto gekoppelt, genau. Das, glaube ich, ist noch nicht final erhoben, aber wir können schnell rechnen. 150, 200 Feuerwehr, 100 Weißes Kreuz. Feuerwehr sind 105.
Nochmal 100 beim Weißen Kreuz und bei den Familiendiensten, weiß ich jetzt nicht, wie viel es sein, werden halt auch nochmal 50 sein. Und der Birne? 250 circa. Bezüglich freie Parkplätze. Ich denke nicht, dass wir noch weitere freie Parkplätze schaffen sollten. Wir verfolgen das Ziel, ja, Lana mit sanfter Mobilität eben auszustatten. Sofern es dann ein Angebot an freien Parkplätzen gibt, werden die Autofahrer umso mehr ermutigt, mit dem Auto zu fahren, ins Dorfzentrum zu fahren. Und das wollen wir eigentlich so nicht. Dann würde ich das Wort eben zu den technischen Fragen den Kommandanten übergeben. Sei denn, man kauft eine Garage für Leute, die eine Immobilien besitzen. Das ist das Problem. Ich hätte nicht natürlich zu viele Parkplätze daran, ein Einreiz für also nach Lana zu fahren mit dem Auto und so hin und so fort. Aber wir reden über den minimalen notwendigen Bestand, was nicht gegeben ist. Und das habe ich schon vor 2 Jahren hervorgehoben. Vielen Dank. Dann glaube ich, sind die meisten Fragen alle. Darf ich das Wort an den Kommandanten geben? Bitte, Thomas. Okay. Vielleicht nochmal zur Einführung. Jürgen Zöckler hat uns ja schon erklärt, dass wir unsere Präsenz gerade in den Wohnsiedlungen erhöht haben. Wir haben ja auch aus den Medien lesen können, dass die Einbrüche nicht mitten der Nacht passieren, sondern in den späten Nachmittag und dass diese Phänomene im Moment so passieren, dass im Moment die Zeitumstellung sehr stark ausgenutzt wird. Denn wenn ich heute um 18 Uhr nach Hause komme und beim Nachbarn Licht sehe, dann meine ich höchstens, ist der Nachbar zu Hause und derweil sind Einbrecher drinnen. Und aus dem Grund haben wir jeden Tag jetzt geschaut, auch dienstplanmäßig, dass wir von 14 Uhr bis 20 Uhr durchgehend eine Streife unterwegs habt, die Wohnsiedlungen anfährt. Die Beamten fahren auch zum Beispiel in eine Wohnsiedlung rein, steigen auch mal aus, gehen mal 2 Runden zu Fuß, gerade wenn sie alte Leute treffen, um mit ihnen auch zu sprechen. Es geht ja auch ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Angst, aber ein bisschen ein Unmut und ein schlechtes Gefühl um. Und wir möchten einfach mit diesem Beitrag den Bürgern draußen ein bisschen auch diese Angst und gerade dieses Blaulicht dann auch nehmen. Da werden die Leute aufmerksam und wissen, ja, wir sind da. Wir können logischerweise auf so einem großen Gebiet nicht überall sein, aber von 14 bis 20 Uhr werden die Wohnsiedlungen abgefahren. Zum Thema, wir haben auch jeden Tag am Morgen eine Besprechung mit den Carabinieri, deswegen auch die Zusammenarbeit. Jeden Tag am Morgen trifft man sich. Es gibt einen Gedankenaustausch, was passiert ist, auf was wir aufpassen sollen, auf welche Fahrzeuge wir achten sollen. Und auch hierbei hilft uns auch die Videoüberwachung ganz stark. Die es gilt noch weiterhin auszubauen. Das sehen wir jetzt wieder umso mehr, um hier eben denen ein bisschen gegenhalten zu können, diesen Phänomen. Was Alkohol mit Unfälle betrifft, wir hatten einen einzigen Verkehrsunfall, wo Alkohol im Spiel war. Und dieser logischerweise wurde gemäß den Vorschriften und Gesetzen auch so dann abgewickelt und durchgezogen. Burgstall hat Referent ja schon berichtet. Wir sind erst mit Mitte Mai, Ende Mai gestartet, also nicht mit Jahresbeginn, sondern Mitte, Ende Mai. Hier gilt die Tatsache, dass wir mit dem Bürgermeister, der dementsprechend mir dann die Aufträge gibt, man sich trifft. Er sagt, wo der Schuh drückt. Und im Großen und Ganzen muss man sagen, es läuft in Burgstallenden recht ruhig ab im Verhältnis zu Lana. Wir haben 2 Verkehrsunfälle erhoben in dieser Zeit von Mai bis Dezember. Und die Probleme, die drüben im Dorf präsent sind, die lassen sich eigentlich im Verhältnis zu Lana her recht leicht und einfach lösen. Sicher, sie haben andere Begebenheiten, andere Notwendigkeiten, aber das ist eigentlich relativ leicht handelbar gewesen. Die Stundenabrechnungen und so weiter ist dann Kompetenz, was wir direkt mit der Gemeinde Ihnen die Rechnung legen können. Also wir bringen das sehr, sehr relativ leicht und locker unter, wenn es bei diesen Einsatzaufkommen so bleibt.
Was die Messgeräte betrifft, wir haben Kontrollen auf der Ultnerstraße, sofern es möglich war. Und Ultnerstraße ist immer wieder das Problem, wo stelle ich mich hin? Zu Beginn macht es zwar Sinn und auch nicht. Es wäre oben viel besser, aber das sind immer wieder die Ausweichstellen so konzipiert, dass man sich nicht hinstellen kann, außer man riskiert sein Leben. Aber das ist, seit die Ultnerstraße gebaut wurde ja so bekannt. Wir haben ziemlich viele Strafmandate ausgestellt. Ich habe sie jetzt nicht genau im Kopf, in Bezug Lärm und vor allem die Art und Weise des Fahrens, aber auch Geschwindigkeiten. Es waren hierbei sehr, sehr viele, sagen wir mal, Touristen aus dem Ausland. Und dementsprechend hier greifen dann gemäß den gesetzlichen Bestimmungen nicht die italienischen Gesetze, auch wenn er die sogenannten den DB-Killer herausnimmt. Wir können nicht ihm den Fahrschein so schwierig entziehen. Es ist sehr, sehr schwierig und komplex, weil sie eben der deutschen Gesetzgebung und den technischen TÜV draußen entstehen. Also wir können bestimmte Strafen anwenden, aber nicht so durchziehen, als wenn es eine inländische Maschine wäre. Es ist sehr, sehr komplex. Was die Geschichte mit den Drogenhändlern, das war ein Zufallsprinzip. Es haben Jugendliche oder heißt mir mal eine jüngere Generation drüben im Buch, also im Bibliothekareal gestritten. Es ging ja eigentlich leider um Streitschlichtung. Dabei hat sich dann einer dieser Personen entfernt, fluchtartig. Der wurde dann in einem zweiten Moment in der Agatha-Siedlung wieder aufgefunden. Man hat ihn kontrolliert und ihn zur Rede gestellt, warum bist du weggelaufen? Und im Zuge dieser Kontrolle kam dann eben die Drogen zum Vorschein. Maria gebucht, ich habe mich vielleicht hier ein bisschen falsch ausgedrückt, also nicht 5 volle Tage, aber 5 Tage, wo wir uns ausschließlich der Vorbereitung hingeben. Also das geht von der Beschilderung. Es geht darum, dass wir die ganzen Betriebe entlang des Krieges informieren müssen, dass sie alles wegräumen müssen. Es geht dann am Tag der Maria gebucht darum, die Beschilderung muss ja 48 Stunden davor angebracht werden. Dann kommt noch hinzu die ganzen Einteilungen der Verkehrsregelung und den Umleitungen. Am Tag der Prozess, also am Samstag, geht es dann um 6 Uhr morgens dann los mit der Zierung der Theisbrücke, wo wir ja anwesend sind, bis alles fertig ist. Am Nachmittag dann die ganze Sicherheitsbestimmung und der Sperrung des gesamten Areals im Lent wegen der Befüllung der Böller, wo wir anwesend sein müssen. Und dann erst in der Feuerwehr, die dann kommt, sozusagen dann das Areal übergeben, bis dann die Prozession wieder am Sonntag um 17 Uhr endet. Dann das Böllern. Dann am Sonntag in der Früh der Weckruf, den wir schon eskortieren, also vor der Prozession. Danach die Position aufnehmen der jeweiligen Beamten an den Kreuzungen. Danach die Prozession selber. Sobald die Prozession dann wieder aufgehoben wird, wieder die Entlastung der Straßenzüge von Gampen runter, das wir alle hier in Lahnen, wir Lahnen ja kennen. Danach die Eskortierung der jeweiligen Ferkeleträger, der Schützen und so weiter wieder zum Ausgangspunkt. Dann ist Abschluss und dann nachmittags nochmal die komplette Eskortierung der Fahndelschwinger wieder von der Kapuzinerkirche rauf und dann zurück zum Ausgangspunkt. Und dann am Tag danach wieder der Rückbau der ganzen Schilder, Abbau, Transennen und so weiter, wo wir dann alles wieder nachbereiten und wieder zurückbringen. Plus minus brauchen wir dann 5, also nicht 5 volle, rechnerisch 5 volle Tage an Zeit, aber 5 Tage, wo wir immer wieder uns einen großen Teil dieser Arbeit widmen. Alle Fragen beantwortet? Okay, danke. Dann darf ich dem Kommandanten der Ortspolizei im Namen des Gemeinderates danken und bitten, den Dank an das Team weitergeben. Auch ich für meinen Teil in den Bereichen, in denen wir zusammenarbeiten, vor allem was die öffentliche Mobilität betrifft, Elektromobilität, aber auch vor allem Schulprojekte, darf ich wirklich für eine gute Zusammenarbeit danken. Und es ist eine Freude, mit euch zu arbeiten. Dementsprechend vielen Dank. Dankeschön. Dann kommen wir zum 6. Punkt, Abschreibung von Teilen des öffentlichen Gutes. Der Punkt betrifft das sogenannte Selic-Gebäude. Sie alle haben neben der Beschlussvorlage
und den technischen Bericht sowie die Grafik bekommen. Die Grafik werden wir jetzt, glaube ich, auch eingeblendet bekommen. Auf Anfrage der Eigentümerin soll das Haus wärmegedämmt werden. Die Außenfassade soll gedämmt werden. Sie haben alle dem technischen Bericht die Gründe entnehmen können. Das heißt, das Haus liegt an der Grundstücksgrenze und somit wäre es nicht möglich, diese, glaube 14 cm dicke Dämmung an der Außenfassade anzubringen. Viele Gründe sprechen dafür, wieso eine Außendämmung besser als eine Innendämmung ist. Wir als Klimagemeinde natürlich sensibilisieren in diesem Bereich, aber wir versuchen auch durch konkrete Maßnahmen die einzelnen Bürgerinnen und Bürger zu unterstützen. Und ich denke, gerade mit diesem Beschluss, der vom Bauamt wieder in vorbildlicher Weise vorbereitet worden ist, können wir hier Bürgerinnen konkret dazu verhelfen, das Haus eben auf den Stand bringen. Ich denke, alle wissen, von welchem Haus wir sprechen. Das Haus, man sieht es ja von der Maraner Straße Richtung Braunsberger Weg. Es ist ja komplett eingehüllt im Moment. Es geht eben um den Bereich, den Sie sehen, in Grün. Und der sollte eben, um den geht es, und der sollte abgeschrieben werden und in das Vermögen eben abgeschrieben werden. Bitte schön, Peter Gruber. Ja, wie du schon gerade selber angesprochen hast, das Haus ist ja schon eingekühlt, hast du seine Arbeiten schon am Gange. Wenn das jetzt nicht genehmigt wird, dann haben sie ein Problem bei den Arbeiten, was sie schon angefangen haben, oder? Oder werden wir zurzeit andere Sachen machen? Ja, die Einhüllung im Moment, meines Wissens, betrifft eigentlich nur das Dach. Stimmt das? Ja. Okay. Und die Arbeiten am Dach, also ich weiß nur, wenn ich entlang der Brücke vorbeigehe, sehe ich, dass am Dach gearbeitet wird. Bitte, gibt es noch weitere Fragen? Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann würde ich zur Abstimmung schreiten. Wer ist dafür, dass die genannte Grundstücksfläche vom öffentlichen Gut der Gemeinde Lana abgeschrieben wird und in das verfügbare Vermögensgut übertragen wird? Dafür bitte Stimme erheben oder Hand erheben. Ja. Wer ist dagegen? Niemand. Wer enthält sich? Einer. Dankeschön. Und dann kommen wir zum Punkt Nummer 7, die Anfrage der Lega Salvini Premier. Hier bitte ich Gemeinderat Marco Sandroni. Wir haben den Punkt ja bereits vor einiger Zeit besprochen. Einen Moment. Es geht um die Beantwortung der Anfrage der Lega Salvini Premier betreffend die Zurverfügungstellung von Immobilien für die Obdachlosen. Der Punkt wurde meiner Meinung nach bereits in der Dezember-Sitzung angesprochen. Nun ist eine Anfrage gekommen. Herr Sandroni, wie möchten Sie es? Wie machen wir es? Möchten Sie die Anfrage verlesen haben? Bitte. Zum Teil vorlesen. Die wurde korrekt, die wurde schon beantwortet bei der vorherigen Sitzung. Und zwar negativ, also im Sinne, dass keine Infrastruktur für Obdachlose zur Verfügung gestellt wird in der Gemeinde Lana. Ich werde es zusammenfassen, weil sonst ist es zu lange, es wäre nicht angebracht. Im Grunde genommen ist es mir und der Lega darum gegangen, dass aufgrund der einige Probleme, die in den vorherigen Jahren entstanden sind, aufgrund von Obdachlosen, also ins Detail werde ich nicht gehen, jedenfalls wollten wir uns vergewissern, dass in der Gemeinde Lana, obwohl dieser Winter ziemlich kalt ist und war, keine Infrastruktur in diesem Sinne zur Verfügung gestellt wird und vor allem, also wir sind nicht
prinzipiell dagegen, dass keine fristlos zur Verfügung gestellt wird, dass ich keine Infrastruktur sozusagen ohne Zeitbeschränkung für diese Zwecke gewidmet wird. Es wurde eben negativ geantwortet, deswegen wir sind damit zufrieden. Und ja, wenn Fragen sind, vielen Dank. Ja, ich kann nur bestätigen, also nein, es werden keine Infrastrukturen in der Gemeinde Lana für Obdachlose zur Verfügung gestellt. Bitte, Kollege Roland Stauder. Ich kann es thematisch da dranhängen oder unter Allfälliges dann anführen. Offensichtlich haben wir mindestens einen Obdachlosen in Lana, der mit dem Fahrrad unterwegs ist. Also ich habe ihn jetzt zweimal angesprochen, mal warme Kleidung angeboten, die lehnt er ab. Er sagt, er ist versorgt, fährt durch Oberlana mit seinem Rad und kontrolliert der Aschenbecher, um sich irgendwelche Zigarettenstummel noch rauszuholen, ist im Park entlang Meraner Straße häufiger anzutreffen. Ist dieser Mann italienischer Muttersprache, Südtiroler offensichtlich den Sozialverbänden, die sonst helfen, bekannt oder kann es weitergeleitet werden, dass man dem vielleicht ein weiteres Angebot macht im Rahmen der Möglichkeiten, die wir haben, weil es ist ein offensichtlich Obdachloser, der da wirklich auch in diesem kalten Winter, ich glaube, er übernachtet in der Hofmann-Garage und ist sonst untertags unterwegs, dass man dem vielleicht mit den Möglichkeiten, die wir haben, irgendwie zur Seite steht. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen, Anmerkungen? Prego? Frankonic? No, io vorrei capire la posizione della Lega su questo punto, perché il Consiglio provinciale con due assessori leghisti ha fatto una delibera per cercare di aiutare un pochettino le persone che sono senza tetto, ha chiesto ai comuni la disponibilità di trovare dei posti per queste persone, almeno d'inverno, quando le temperature sono molto rigide. E questo la Lega ha votato a favore in provincia. Adesso qua non mi sembra che la posizione del consigliere Sandroni sia di questo avviso. Io vorrei capire se c'è una contraddizione fra di loro, fra quello che deliberano gli assessori in giunta provinciale con quello che lui dice qua da noi in consiglio. E poi vorrei dire che anche questa risposta non mi è piaciuta molto, perché mi sembra che il comune di Lana non sia molto solidale, perché mettere a disposizione qualche posto letto per delle persone in difficoltà potrebbe essere una cosa anche necessaria, specialmente di un comune di una certa rilevanza. Grazie. Grazie. Altre domande? Weitere Fragen? Sonst würde ich zur Beantwortung schreiten. Dann würde ich auf die letzte Frage, würde ich den Kollegen Sandroni replizieren lassen. Prego. Ist schon gern. Prova, ok, rispondo in italiano. Allora, la contraddizione è semplicemente che io sono il consigliere nel comune di Lana e loro sono consiglieri provinciali, quindi io mi occupo del mio comune e vorrei... questo, loro la decisione l'hanno presa senza interpellarmi, e quindi io guardo al mio comune. E vorrei sottolineare il fatto che noi non siamo contro la messa a disposizione di infrastrutture per senza tetto in generale. Il problema è che in realtà vicino a noi, Bolzano e Merano soprattutto, senza tetto diciamo ricomprende tutto. E per esperienza consolidata, soprattutto a Bolzano, ci sono stati problemi di sicurezza sia all'interno che all'esterno di queste infrastrutture.
siccome io mi occupo del comune, semplicemente ho ritenuto che non fosse nell'interesse dei cittadini di Lana predisporre una siffatta infrastruttura e soprattutto, questo anche vorrei sottolineare, evitare che fosse messa a disposizione a tempo indeterminato, perché molto spesso in queste delibere dell'amministrazione provinciale non viene mai previsto un termine, mettono fino alla fine dello stato dell'emergenza, e questo è naturalmente troppo vago, perché poi di fatto diventano strutture permanenti. Grazie. Grazie. Dann würde ich die Frage zum Thema Obdachlosen an Ernst Winkler weitergeben. Danke, Ernst. Der Sprengel ist nicht kontaktiert worden zu der Person, oder besser gesagt, man weiß, dass die Person jetzt mittlerweile ist, schon teilweise im Sprengelachtel, Garten direkt selber, und da sieht man eben auch, aber wenn er selber nicht um eine Hilfe umfragt, nachher kann man da auch nicht ganz viel tun. Und wie wir ja vorher gehört haben, wir hatten auch nicht anzubieten in der Hinsicht, weil wir haben weder für einheimische Unterkunftsmöglichkeiten noch für Ausländer oder für andere, was da sein. Es gibt das nächste Obdachlosenheim, gibt es in Meran. Der Sprengel wäre gut in der Hinsicht verknüpft oder vernetzt, und wenn der Zuständige das auch annehmen täte, dann würde das funktionieren, aber er hat selber auch nicht umgefragt. Das scheint ihm so gut zu gehen, und deswegen ist da jetzt auch nicht gemacht worden, im besagten Fall jetzt wirklich. Er fällt auf, weil er, wenn ich jetzt eben so sicher war, scheint es Kimper zurecht. Ja. Danke, Ernst. Wenn es keine weiteren Fragen zum Punkt Nummer 6 gibt, dann würde ich zum Punkt Allfälligen kommen. Und dann würde ich mit dem Punkt Allfälligen beginnen. Und zwar möchte ich kurz über ein Projekt erzählen. Wir als Gemeinde Lana wollten ja ein Bikesharing-Projekt vorantreiben, waren relativ weit. Also wir hatten eine Machbarkeitsstudie. Wir haben auf Basis dieser Machbarkeitsstudie dann einen Landesbeitrag beantragt. Und dann war es so, dass wir zusammen, also sowohl die Gemeinde Lana als auch die Gemeinde Bruneck, ein Bikesharing-Projekt, ein innovatives Pilotprojekt, finanziert von der von der Landesverwaltung, vorantragen sollten. Es ist nun so, dass sich die Begebenheiten geändert haben, vor allem die letzten Jahre und diese Corona-Krise, aber auch die nachfolgenden Schwierigkeiten, die solche Sharing-Projekte nach Corona haben. Und das Ausscheiden der Gemeinde Bruneck aus dem Projekt haben uns dann eben dazu bewogen, das Ganze nochmal zu überdenken. Und es ist mir wichtig, dass eben der Gemeinderat informiert ist. Wir haben uns dazu beschlossen, ein Sharing-Projekt, aber ein Sharing-Projekt mit etwas abgeänderten Bedingungen. Das heißt, es soll ein E-Bike-to-Work werden. Das heißt, wir werden Räder ankaufen, sehr wohl Räder ankaufen, aber wir werden nicht die Stationen gebunden allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stellen, sondern wir werden nur Elektroräder ankaufen, keine klassischen mehr. Und diese Elektroräder werden wir dann den Bürgerinnen und Bürgern, also Pendlerinnen und Pendlern zur Verfügung stellen, vor allem für ihren Weg, für ihren täglichen Weg zur Arbeit bzw. zur Schule. Das Projekt wird dann in einem zweiten Schritt, werden wir evaluieren, ob wir auch Cargo-Bikes ankaufen oder andere Räder, wie zum Beispiel Falträder. Ja, das war mir einfach wichtig. Wir haben einen Partner gefunden oder wir haben Kostenvoranschläge eingeholt für Partner und werden in nächster Zeit dann weitere Informationen zum Projekt geben. Beginnen werden wir mit einer kurzen Bedarfserhebung. Das heißt, wir werden kurz fragen, wer wäre an solchem Projekt interessiert und unter welchen Bedingungen. Bitte, Peter Gruber. Ja, erstmal, ich finde es sehr schade, dass das Projekt jetzt, sagen wir, so eigentlich in der ursprünglichen Form gestorben ist. Ich hatte es sehr befürwortet und ich glaube, das war eine tolle Sache gewesen für Lana.
Mich würde jetzt interessieren, was da vor allem der Grund ist, dass das jetzt so krass abgebrochen worden ist. Ist finanziell nicht mehr stemmbar, wenn wir das jetzt allein machen wollen, weil die Gemeinde Bruneck ja anscheinend ausgestiegen ist. Das würde mich interessieren. Und dann, wenn man jetzt auf die andere Form geht, das haben ja schon mehrere Gemeinden, was ich so mitgekriegt habe, wo praktisch die Gemeinde die E-Bikes zur Verfügung stellt an Pendler. Wie ist das dann geplant? Finanziell, was zahlt man da dann und wie ist da der zeitliche Rahmen? Kriegt man das halt dann für ein Jahr? Ja, dass man das ein bisschen genauer erläutert. Danke. Weitere Fragen? Verena Kraus? Ja, also ich hänge jetzt gleich eine Frage an zum Thema Fahrrad. Eine von mir immer wieder gestellte und die kannst sicher du mir am besten beantworten, Valentina, wie es mit der Auslastung der Fahrradbox am Bahnhof Lanerburgstall ausschaut, wie stark die genutzt wird momentan, weil es ist ja in ständiger Bewegung und da ändert sich ja sicher auch immer wieder was. Vielleicht kannst du uns dazu Auskunft geben. Und dann hätte ich noch zwei Fragen gehabt, jetzt weiß ich nicht, ob die jetzt beantwortbar sind. Die SVP schmilzt dahin, das Interesse am Bockenkäfer scheint sehr groß zu sein. Oder auch an anderen Themen vielleicht. Na, also eine Frage wäre, also der Stand, was die Sperrung vom Georgenweg betrifft. Der Horst ist verschwunden, vielleicht weiß es, aber Norbert ist auch nicht da, ja. Also der Georgenweg wurde gesperrt aufgrund einer Brücke, die nicht offenbar deren Tragfähigkeit bezweifelt wird. Badelweg. Badelweg. Na, Georgenweg. Georgenweg. Also von Völlern weg. Und der zweite Themenbereich, oder jetzt so gesehen der dritte, den ich anschneiden möchte, ist das Chaos, das nach den Silvesterfeiern hinterlassen wurde in Lana. Also ich bin am Morgen des Neujahrstages auf dem Weg zur Kirche bei der Deisbrücke durchgegangen und da hat es chaotisch ausgeschaut. Es wurde mir auch von anderen Bürgern zugetragen, dass sie sich über diesen Umstand geärgert haben. Ja, eigentlich ist ja das Abschießen von Feuerwerken verboten ohne Genehmigung des Bürgermeisters. Es entzieht sich meiner Kenntnis, ob der Bürgermeister für private Knallereien eine Genehmigung gegeben hat. Jedenfalls hat es nicht nur an der Deisbrücke, aber jetzt speziell da habe ich es halt gesehen, fürchterlich ausgesehen und ja, vielleicht kann man dazu eine Stellungnahme abgeben. Ja, weitere Fragen? Kollege Sandroni? Ich schließe mich der Kollegin Kraus an. Also ja, ich wusste, dass es ein Verbot gibt diesbezüglich und ich möchte auch fragen, warum es nicht eingehalten wurde. Und ich möchte auch hervorheben, dass besonders Haustiere, Katzen und Hunde extrem geschockt werden können von diesen Knallen und sehr lauten Geräusche und folglich, ja, das wäre besser zu kontrollieren, besonders zu Silvester und an gewissen Feiertagen. Vielen Dank. Kollege Roland Stauder, bitte. Ich hänge mich da auch dran. Neben der Deisbrücke wurden effektiv private Feuerwerkskörper abgeschossen. In Sichtweite, ich sage jetzt mal 50 Meter, waren die Ortspolizisten anwesend. Ich glaube aber nicht, dass die eine Genehmigung hatten. Da hat auch niemand eingegriffen. Abgesehen davon, jetzt von diesen Feuerwerkskörpern, die am Neujahrstag dann noch rumgelegen waren, diese ausgebrannten massenweise Flaschen und Ähnliches, also bei solchen Veranstaltungen, wie man jetzt auch immer zu den zum Feuerwerk Silvester steht, glaube ich, sollte man insgesamt von der Gemeindeverwaltung her einplanen, dass man irgendwo auch einen Putzdienst dann anschließend einfach durchschickt. Also die Brücke war voll von Leuten und anschließend war sie ziemlich verschmutzt. Also irgendwo, dass man das mit einplant, vielleicht auch dem Veranstalter, der das dann macht, irgendwo die Auflage gibt, okay, Zuseher muss er dann mit durchputzen oder was auch immer, dann zahlt man halt ein bisschen mehr, aber man hat am Neujahrstag oder
Folgetag solcher Veranstaltung ein sauberes Erscheinungsbild, was, glaube ich, sehr viel wert ist. Zu diesem Erscheinungsbild nochmal eine Anmerkung an die, ich weiß nicht, wer zuständig ist, es gibt, glaube ich, ein Projekt, die öffentlichen Mülleimer irgendwie zu kontrollieren, wenn sie voll sind, wieder ausgeleert werden. In der Meranerstraße bei in der Bushaltestelle, also Fahrtrichtung Lana, dieser Mülleimer quillt täglich über. Und nicht nur, die Kollegin Verena hat einmal gesagt, da sind Sachen drin, die man halt so hat, so Fahrscheine und Kleinigkeiten, was man so in der Handtasche hat, was entsorgt wird. Ich hoffe jetzt nicht, dass du Gin-Tonic-Flaschen und Bierflaschen und Ähnliches, wie es Wochenende wieder abgelagert wurde und sogar in einen Karton und einen Müllsack zusätzlich abgelagert, heute Vormittag vorbildlich gereinigt vom Mitarbeitergemeinde, keine Frage. Und wenn er jetzt drüber geht, quillt es wieder über und vor dem Mülleimer am Boden ist auch wieder eine Riesenmüllmenge. Also das sind effektive illegale Müllablagerungen und sagen wir mal, mehr oder weniger bei der Einfahrt von Lana täglich solches, dass man das zur Schau stellen, glaube ich, wieder überlegen, ob man den Kübel dann definitiv einmal wegnimmt. Bin ich nicht glücklich, weil ich weiß, wo dann der Müll landet, entlang der gesamten Fensterfront und hinter der Fensterfront in unserem Hof, ist schon klar. Aber irgendwo das Erscheinungsbild ist nicht das Beste, inklusive der von uns, also von der Familie Stauder zur Verfügung gestellten Bushaltestelle, diese Einbuchtung. Also mich würde es grausen, da hineinzusitzen, wenn ich auf den Bus warte. Ist auch in einem Zustand oder wird immer wieder einen Zustand hinterlassen. So möchten wir es nicht vorfinden und ich hoffe, dass wir da vielleicht auch irgendeine Lösung finden, wenn es schon kostenfrei zur Verfügung gestellt werden und die Bürger nutzen es, überdacht, geschützt, dass das dann besser gepflegt wird. Danke. Dann würde ich mit der letzten Frage beginnen. Der öffentliche Mülleimer an der Bushaltestelle Deiß. Ernst, magst du? Ich gebe dir vollkommen recht, das ist ein Problem. Wie du sagst, wahrscheinlich die Lösung ist einmal wegzutehen im Müllkübel. Kaum, dass wir ihn ausladen, ist er schon wieder voll. Und wie ein größeren Kübel nutzt auch nicht, weil da ist halt mehr Müll da. Es ist generell ein Problem. Wir sind da auch schon dahinter. Es ist Leute, die haben wahrscheinlich, scheint es nur einem die Untugend, dass sie Müll müssen zum Bushaltestelle mitbringen. Und der Müllpolizist ist zwar und der schaut gerade zu kontrollieren, aber der ist natürlich wahrscheinlich nicht in der Zeit zusammen, wenn die das ablegen. Langfristige Lösung wissen die auch nicht, aber halt, wie gesagt, wir haben das in mehrere Orten so und wir sind gewillt oder zu schauen, was jetzt vielleicht geplant ist, einmal zu kontrollieren, wie viele Leute wohnen da, die keinen Müllkübel haben, dass man die mal auch kontrolliert, dass man zusammen irgendwie hinkommt. Aber halt auf jeden Fall, es ist ein gefühltes Problem. Und wir haben jetzt letztlich ein bisschen ein Problem gehabt, dass wir auch die Mitarbeiter geändert haben. Zusammen hat es nochmal bei der Flora unten ein Problem gewesen, dass ein paar Müllkübel ausgelassen worden sein, vergessen worden sein. Zusammen schauen wir auch eben dahinter zu sein. Es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab. Müll zusammen ist nicht eine feine Arbeit und da findet man auch nicht da eben, das ist ja macht's Aufwand. Aber ich nehme es zur Kenntnis und wir werden schauen, eine Lösung zu finden. Das, wie du richtigerweise sagst, wenn die Haltestelle soll jetzt schon sauber sein. Gebe da vollkommen recht. Danke, Ernst. Dann kommen wir zum Silvesterabend und zum darauffolgenden Neujahrstag. Dazu bitte ich Referenten Helmut Daber um einige Worte. Ja, also ich muss vorausschicken, dass ich nicht selbst auf der Deißbrücke oben war, aber ich habe gehört, dass eine sehr große Menschenmenge dort war. Es war verboten, private Feuerwerke zu veranstalten. Es gab diesbezüglich in Lana auch keine Genehmigungen, was mir bekannt ist. Natürlich ist es sehr schwierig, das zu kontrollieren. Die Ortspolizei war damit beauftragt, den Umkreis von 100 Metern vom offiziellen Feuerwerk also abzusperren und zu schauen, dass dem niemand näher. Das hat die Gaußschlucht betroffen, das hat dann oben die Gampenstraße betroffen. Deshalb waren sie natürlich auch, war es schwierig, die anderen Sachen noch zu einem gewissen Zeitpunkt mit hineinzunehmen. Und natürlich ist es sehr schwierig, diese privaten Feuerwerke auch zu kontrollieren. Ein Grund, warum wir gesagt haben, das offizielle Feuerwerk und sonst nichts, war es ja auch, um diese wilden Feuerwerke zu vermeiden, denn wenn man in den Meraner Talkessel geschaut hat, also da gab es eine zigfache Menge
an privaten Feuerwerken. Leider gelingt es uns bis dato nicht, jedes einzelne private Feuerwerk zu vermeiden. Und was den Müll und so weiter auf der Straße angeht, da sind wir natürlich bei jeder Veranstaltung bemüht, das so gut wie möglich aufzuräumen. In diesem Fall haben wir einfach nicht damit gerechnet, dass so viele Menschen sich an einem Ort versammeln. Aber man wird das versuchen, bei jeden Veranstaltung zu beachten. Ja, dann komme ich. Also was den Stand der Sperrung des Georgenwegs betrifft, muss ich sagen, bin ich nicht auf dem letzten Stand. Dazu werden wir die Informationen an alle Rätinnen und Räte weiterleiten demnächst. Was die Fahrradbox betrifft, so muss ich sagen, aktuell hatten wir Probleme. Also wir haben im Moment Probleme. Wir sind relativ regelmäßig, vor allem die zuständige Mitarbeiterin vom Kabinett, ist relativ regelmäßig mit dem zuständigen Amt im Austausch. Wir hatten einige Probleme mit der Türöffnung, wo wir selber erst verstehen müssen, was passiert. Es wird so sein, im Moment haben wir eigentlich keine Werbekampagne gemacht, wie es eigentlich normalerweise machen wir das in den Monaten Februar, März, April, also zu Beginn der Fahrradsaison. Aktuell warten wir auf einige Neuerungen. Es wird Neuerungen von Seiten der STA geben, die alle Radlboxen betreffen, also sowohl jene in Gargazon, jene in Durtens, als auch jene am Bahnhof im Burgstall. Das heißt, es wird auch ein Zahlungssystem eingeführt werden und sobald diese Neuerungen also auf dem Tisch sind und sobald alle bereits in den Fahrradboxen, also wer auch bereits einen Vertrag hat, eine Vereinbarung, werden diese Informationen auch veröffentlicht. Und dann war noch die Frage, bitte. Ja? Hast du schon Frage geschaut? Ja, jetzt geht's. Nein, nur nochmal zur Fahrradbox. Kann dann die Fahrradbox, du hast gesagt, es gibt Probleme derzeit, kann die dann gar nicht genutzt werden? Oder wird sie genutzt und die Personen beschweren sich, dass sie Probleme damit haben? Also ich habe diese Woche eine Beschwerde bekommen und muss der Geschichte nachgehen. Also da haben wir noch nicht verstanden, ob es sich auf diese Karte betrifft. Ich warte noch auf die zuständige, auf die Rückmeldung des zuständigen Beamten. Benutzt wird sie. Wir würden uns wünschen, dass sie noch mehr benutzt wird. Es gäbe noch einige freie Plätze. Sobald eben diese Neuerungen in Kraft sind, werden wir auch weiterhin wieder vermehrt dafür Werbung machen. Und dann die Fragen zum E-Bike to Work oder zum Bike-Sharing-Projekt. Also ich muss sagen, ich teile die Begeisterung für dieses Projekt und es wäre ein sehr innovatives und aber auch sehr mutiges Projekt gewesen, weil wir mit einer Einwohnerzahl von 12.500 Einwohnern eigentlich für ein normales Bike-Sharing-Projekt im Normalfall sehr klein sind. Und nachdem Bruneck sich zurückgezogen hat, war es eigentlich eine relativ klare Rechnung, dass wir als Gemeinde mit 12.500 Einwohnern, mit Gästen natürlich und Umlandgemeinden, dass wir für die großen Anbieter eigentlich wahrscheinlich nicht attraktiv wären bei einer Ausschreibung und dass wir auf jeden Fall keine guten Preise bekommen würden. Das heißt, und zudem hatte ein Bikesharing-Projekt relativ hohe laufende Kosten. Also die laufenden Kosten ergeben sich vor allem aus dieser gesamten Umverteilung. Eine Umverteilung, die in einer Stadt wie zum Beispiel Innsbruck, dort ergibt es sich. Dort fahren die Leute am Morgen vom Bahnhof in die Stadt hinein und dann wieder heraus. Aber es gibt auch diese Frequenz untertags. Und bei uns muss man sagen, ist sehr leicht anzunehmen, dass sehr viele vielleicht von Oberlana nach Niederlana gefahren wären, dass wir dann aber in Niederlana oder am Bahnhof Burgstall Räder gehabt hätten, welche dann untertags wieder nach Oberlana geführt werden müssen. Und das sind alles Dinge, wieso wir relativ hohe laufende Kosten haben. Und ich denke mal, wir sehen das alle im Moment. Ist es so einfach, müssen wir einfach
ganz genau, noch genauer wirtschaften und noch genauer schauen, wo gehen die Kosten hin, wo gehen die laufenden Kosten hin. Und auch deshalb haben wir uns entschieden, dieses E-Bike to Work. Ich denke, wir haben auch gesehen, die Treibstoffpreise gehen in die Höhe, dementsprechend auch für Pendler. Vielleicht könnte es gerade jetzt noch attraktiver sein, eben vom Auto auf das Fahrrad aufzusteigen. Im Grunde, das Ziel ist immer dasselbe. Es geht darum, den innerörtlichen Verkehr stark zu reduzieren. Und das, denke ich, gelingt uns sicher auch mit diesem Projekt. Da bin ich mir sicher. Zudem ist dieses Projekt, haben wir keine Probleme mit eventuellen Vandalenakten. Ich kann aber auch dazu sagen, dass die Bezirksgemeinschaft bestrebt ist, ein Bikesharing-Projekt auf die Füße zu stellen. Wir sind da bei den ersten Gesprächen dabei und könnten uns vorstellen, in einer kleineren Form an einem großen Projekt teilzunehmen. Das heißt vielleicht mit weniger Stationen und dann mit der Möglichkeit, sowohl für unsere Bürgerinnen als auch für Gäste die Möglichkeit zu schaffen, das Rad in Lana auszuleihen und dann im Meran abzustellen oder umgekehrt. Aber im Moment konzentrieren wir uns auf das E-Bike-to-Work-Projekt. Bitte. Zum finanziellen Teil im Moment, also was das Ausleihen der einzelnen ganz normalen Räder, also zu den Cargo-Bikes und den Falträdern, müssen wir überhaupt noch schauen, gibt es Interesse und da müssen die Details, gibt es noch keine Details. Für das Ausleihen der normalen Räder sehen wir im Moment, gehen wir davon aus, dass es einen Zeitrahmen von einem Jahr bis eineinhalb Jahren geben wird und dass es eine Mitbeteiligung von circa 150 bis 300 Euro geben wird. Das heißt aber, im Moment ist das alles verfrüht, also wir sind gerade am Anfang des Projekts, es wird eine Bedarfserhebung geben und dann danach sollte dann geklärt sein, werden die Räder auf ein Jahr oder auf eineinhalb Jahre verliehen. Also man geht davon aus, wenn wir sie eineinhalb Jahre verleihen, dann wird es zwei Verleihzyklen geben, also wir denken für drei Jahre und wenn wir sie nur ein Jahr verleihen, dann wird es drei Verleihzyklen geben. Das wird aber ein bisschen davon abhängen, was für Antworten wir bekommen und wie groß der Bedarf sein wird. Und die Kosten, denke ich, werden sich da einpendeln zwischen 150 und 300 Euro. Peter Gruber. Noch ein anderes Thema, ich habe das bei der letzten oder vorletzten Gemeinderatssitzung ja schon angesprochen. Wir haben ja da unten jetzt mittlerweile eine neue Bushaltestelle errichtet und der andere, die was nicht mehr befahren wird. Da nochmal die Frage, was passiert mit der jetzt? Und ist mittlerweile geprüft worden, ob man die Bushaltestelle eventuell in der Zollstraße stellen kann bei der Pommes? Weitere Fragen? Joachim Staffler, bitte. Ganz kurze Frage, wann wird die Verkehrskommission mal wieder tagen? Ja, dann Verena Kraus. Jetzt geht's. Ganz ein anderes Thema. Anlässlich oder beziehungsweise im Hinblick auf den 25. November, das ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen, haben alle Gemeinden in Südtirol ein Paket bekommen mit Infomaterial, was die Notrufnummern betrifft, die speziell, also die 112 und die spezielle Notrufnummer und auch die Nummern für die Frauenhäuser und für die Dienste, die angeboten werden für Frauen in Gewaltsituationen. Meine Frage, was hat die Gemeinde Lana mit diesem Material gemacht? Also das sind so sogenannte Locandine, also so kleine Plakate. Ich habe davon ein deutschsprachiges und ein italienischsprachiges in der Bibliothek entdeckt, sonst habe ich nichts gesehen. Ich habe sie vermisst zum Beispiel im Lananer Gemeindeblatt, ich habe sie vermisst im Informationsblatt.
Ja, vielleicht kannst du, weil ich glaube, da bin ich bei dir an der richtigen Adresse mit dieser Frage. Was ist mit diesem Material geschehen? Wie hat die Gemeinde Lana das unter die Leute gebracht oder was hat sie damit angestellt? Gibt es noch Fragen? Sonst würde ich in die Antwortrunde gehen. Dann beginne ich gleich mit den Flyern und dem Infomaterial zum Tag gegen Gewalt an Frauen. Da war auch die weiße Schleife dabei, so viel ich weiß, die der Bürgermeister, glaube ich, oder bin ich weiß ich, getragen hat. Und das Infomaterial, ich werde mich nochmal kundig machen, aber das wurde meines Erachtens etwas ist in die Bibliothek gekommen und das Restliche liegt bei uns im Haus auf. Also an den üblichen Orten, wo wir Infomaterial haben. Ich weiß, in vergangenen Jahren hatten wir es auch verteilt. Heuer, glaube ich, ist es aufgelegen, aber ich kann mich noch mal kundig machen. Bitte, Verena. Ich bin ungeduldig heute mit dem sprechen dürfen anscheinend. Na, der Sinn und Zweck dieses Materials wäre, dass es unter die Leute kommt, also vorzugsweise meinetwegen in Gastbetrieben oder man kann es im Kulturhaus aufhängen. Wir empfehlen, also jetzt beruhigt spreche ich berufsbedingt, die Valentina weiß, was ich meine. Wir empfehlen zum Beispiel, das in den Toiletten aufzuhängen, wo Frauen dann ungestört sind und unbewacht auch praktisch ja, sich das zur Kenntnis nehmen können. Also es ist sicher eine denkbar ungünstige Entscheidung, dass man es in der Gemeinde aufliegen lässt, wo es niemand sieht. Das gehört unter die Leute, das gehört an öffentlich zugängliche Orte. Und wenn es jetzt nicht gemacht wurde, dann bitte nachholen. Und wie gesagt, und auch das dafür ist es nicht zu spät, auch wenn es passend gewesen wäre, das gleich im November, Dezember zu machen, wenn man es ins Gemeindeinformationsblatt geben kann. Und wenn man es vielleicht ans Gemeindeblatt Lana weiterleiten kann, das ist ja keine Werbung, da geht es wirklich um eine Notrufnummer und das ist extrem wichtig, dass Frauen, ich erlebe das jetzt in meiner momentanen täglichen Arbeit, es rufen immer wieder Frauen an, die Opfer von Gewalt werden, meistens ist es physische Gewalt, aber es gibt viele Formen von Gewalt, dass die einfach wissen, wohin sie sich wenden können, indem diese nach Bezirken unterschiedlichen grünen Nummern und eben die allgemeinen Notrufnummern so viel wie möglich unter die Leute gebracht werden. Ich bitte meinen Appell an die Gemeinde in deiner Person, sich darum zu kümmern. Danke. Da werden wir uns darum kümmern. Dann vielleicht Jürgen Zöckerler, die Frage zur Verkehrskommission. Wenn ich vielleicht an der Frage von Kollege Kraus anschließen darf, ich kann mir vielleicht vorstellen, dass wir die Kaufleute auch fragen, ob sie es auflegen lassen wollen, das können wir gerne machen. Zur Verkehrskommission ist geplant, Mitte Februar eine Sitzung eben zu machen. Ich war gerade heute eben mit Net Mobility in Kontakt, die letzte Woche die Interviews eben zur Konzeption des Mobilitätsplans abgeschlossen eben haben. Die Auswertungen eben gerade machen und wir wollten das eben dann verknüpfen mit ersten Informationen und ich bekomme eben von denen einen Termin eben gesagt und der wird Mitte Februar dann sein, Mitte, Ende Februar, also dass es noch zeitig rausgeht und dass wir dann den Termin eben machen. Ja, und was die Bushaltestelle oder die alte Bushaltestelle Rathaus betrifft, so sind wir noch dabei, ich weiß, das Bauamt ist dabei. Es hat Gespräche gegeben, Gespräche mit dem Landesamt, Gespräche mit dem First Avenue, ja, dem Betreiber dieser Werbeflächen auf den Bushaltestellen. Und wie gesagt, es wird so sein, dass die Werbefläche wird bleiben und der Rest wird abgebaut. Wir sind gerade dabei, eben diese Bushaltestellen zu überdenken oder einige zu verbessern und dann werden wir sehen, ob das diese Haltestelle dann in die Zollstraße kommt oder nicht. Dazu wird es in Bälde mehr geben. Ja, wenn das alles war, dann darf ich den allen Mitgliedern des Gemeinderates für die gute Zusammenarbeit danken und allen Mitarbeitern, den Sekretär bitte weiterleiten.
einen Dank für die gute Vorbereitung der Sitzung. Schönen Abend noch.